ich höre das schwere Atmen. Sehr Ja. gut. Sehr gut. Ich dachte schon, er ist irgendwie abgekapselt von mir. Ja, herzlich willkommen zurück, sage ich mal, Philipp Hanslick So vom wieder Christian, ne? Adistanza Ja, Podcast, genau. ideologiekritischer Podcast, on the road gerade. On the road. Ersten Mal vor der Paywall. Ich muss es ja vorstellen, ja. Meine Leute kennt dich ja schon so ein bisschen Ja. von Patreon. Ich war auch schon mal bei dir. Genau, vor 2 Wochen, glaube ich. Erfreute mich großer Beliebtheit. Ja. Meistens, meistens. Ja. Und jetzt bist du bei mir vor der Paywall. Herzlich Ja. willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich, Ja, bei sehr dir zu gerne. sein. Sehr Genau. Ich kann gerne. dir jetzt auch schon sagen, der Podcast mit dir, den ich gemacht habe vor 2, 3 Wochen, wann war es, ist auf jeden Fall der bis jetzt mit Abstand am meisten gehörte auf Spotify und Apple Podcasts. Jo. Mit Abstand. Also du hast Ja. locker alle in die Tasche gesteckt, mit denen ich bis jetzt was aufgenommen habe. Gern geschehen. Respekt. Also das höre ich natürlich auch gerne. Genau, Hauptsache es hören alle. Das war bei Howard Stern früher auch mal so. Kennst du die Verfilmung von Howard Stern, von Private Parts, von seiner ersten Nee. Bio? Irgendwie so. Da kommt dann irgendwann so ein Typ reingelaufen und meinte so, ja, durchschnittliche Zuhörerzeit bei denen, die ihn mögen, ist irgendwie 45 Minuten und die, die ihn nicht mögen, sind, keine Ahnung, 55 Minuten. Ja. Ja, ich bin quasi der Kölscher Howard Stern. Also so fühle ich mich. Ja. Also alle Hauptsache hören, immer schön hören und Adistanza abonnieren auf Apple Podcasts und Spotify und natürlich auch, wer wegen Adistanza hier ist und mich zum ersten Mal hört, likewise, also quasi genau umgekehrt ist genauso machen. So, jetzt Genau. aber genug der Lobhudelei. Ja. Genau, ich freue mich, dass du da bist. Du bist in einem Hotel. Ich bin in einem Hotel in Mölln. Falls das irgendwer kennt, das ist eine Kleinstadt Ich in kenne es, Schleswig-Holstein. Du kennst das? weil, ja natürlich, weil dort auch Neonazi-Brandanschläge waren in meiner Jugend. Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum man das kennt. Ach nee, Eulenspiegel kommt auch aus Mölln. Genau. Ansonsten kennt man Mölln auch wirklich nur, weil es 92 war das. Ja, November 92 diesen Brandanschlag gab von irgendwelchen rechten Skins. Genau, Und da sind genau. drei türkische Frauen bei gestorben. Ich glaube, Genau. auch irgendwie ein kleines Mädchen und 2 ältere Frauen, die Oma und die Mutter und die Tochter. 3 Tote. Das Genau, ist auch daher hier um kenne die ich Ecke. Mölln. Ja, Genauso Ort. wie Hoyerswerda und so weiter. Es gibt so Städte Genau. oder Gladbeck oder so. Es gibt so Genau. Städte oder Käfer, die man nur deswegen, oder Rammstein oder so, ja, Ja, die man ja, nur wegen irgendwelchen schrecklichen Geschehnissen kennt. Und natürlich Mölln, Hoyerswerda, da war es natürlich kein Unfall, sondern genau, das waren Gewaltverbrechen. Genau. Ja, und deswegen kenne ich Mölln. Was machst du denn in Mölln, wenn ich Ich habe fragen darf? hier beruflich zu tun. Ich arbeite ja viel mit dem Ben Salomo, den ihr kennt euch ja Genau. auch. Mit dem Grüße. habe ich ja viel zu tun beruflich. Ich war letzte Woche auch in Hamburg. Hamburg war echt. Also mit Ben war es cool. An Ben lag es nicht. Gut. An Ben lag es nicht. Die Stadt ist halt wirklich furchtbar. Ich habe ja auch letzte Woche eine Folge aufgenommen mit einem alten Bekannten, mit einem alten Kumpel von mir, der in Hamburg wohnt. Und ich habe die Hotspot Hamburg genannt, aber ich hätte sie eigentlich Shithole Hamburg nennen müssen, die Folge. Weil die Stadt echt furchtbar ist. Ich weiß nicht, ob sie schon immer furchtbar war oder ob sich meine Wahrnehmung einfach so verschoben hat in den letzten 20 Jahren. Ich war das erste Mal in Hamburg, da war ich 13, 14, 13, glaube ich, kleiner Punk und fand das natürlich total faszinierend, das Schanzenviertel. Das Karo-Viertel und St. Pauli und so. Und das ist einfach furchtbar. Also Hamburg ist wahnsinnig, also wahnsinnig assi und gleichzeitig aber auch total versnobbt. Und es ist halt, das Schlimmste an Hamburg war wirklich die ganze Woche. Also Hamburg ist ja neben Mecklenburg-Vorpommern das einzige Bundesland, wo Corona noch wirklich, also wo Corona noch ein Riesending ist. Also wo die Menschen sterben, wie die fliegen. Abwarten, abwarten. Ja. Also Shanghai lebt's vor. Shanghai legt es vor, genau, aber Hamburg macht es nach, Hamburg zieht nach. Ich bin ja letzte Woche Donnerstag, ich habe ja von Montag bis Donnerstag mit Ben in Hamburg gearbeitet und war dann Donnerstag mit alten Freunden auf Kneipentour. Natürlich nur in den üblichen linken Vierteln, also Schanze, Karo-Viertel, St. Pauli. Und zwar, glaube ich, in 2 Kneipen war ich drin, wo man nicht noch zusätzlich zu dem geimpft oder genesenen Status noch einen Test jetzt nachweisen musste. Also es ist überall noch 2G plus. Das machen die aber wohlgemerkt freiwillig. Das machen die Ja, ne, alles freiwillig. genau. Genau. Also, weil man ist ja auch Also Hamburg ist, Shit. also Hamburg Ich ist finde die. Deutsche halt so krass. Es ist Ja. wirklich wahr. Es ist, ich glaube, beim David Schneider las ich es, dieser Gehorsam, wo keiner gefordert ist. Ja, Genau. das ist wirklich, damit versuchen die Deutschen immer zu glänzen. Und wir hatten es ja schon öfter. Es ist wirklich die letzten 2 Jahre wirklich nochmal so richtig klar geworden, wieso die deutsche Seele so tickt. Ja, nicht, dass es nicht auch
woanders auf der Welt ähnliche Phänomene gäbe, aber hier ist es doch so mit Nachdruck so ein bisschen. Ja, also genau, genau, so dieses genau. Untertanentum und dieser vorauseilende Gehorsam. Genau, genau. Ich muss auch wirklich, ich kann aber noch ein Beispiel bringen. Ich bin dann, Karfreitag bin ich zurückgefahren nach Leipzig und hatte halt einen Zug, halt die Maske, ja, war so ein bisschen, saß nicht so ganz akkurat. Und heute bin ich die komplette Strecke von Leipzig bis nach Mölln ohne Maske gefahren. Da hat niemand was gesagt, nicht mal die Bahn-Securities, nicht mal die Kontrolleurin, niemand hat was gesagt. Aber letzte Woche wurde ich auf dem Rückweg doch ermahnt von einem Typen. Und das ist natürlich, ich weiß, du bringst diesen Spruch immer dabei, do they always look like this. Aber es ist immer wieder dasselbe Klischee. Es ist halt genauso. So ein Typ, Lehramtsstudent, würde ich sagen, so Mitte 30, auf jeden Fall kurz vorm Examen, war schon auch eine ganze Weile am Studieren. Genau, und der wies mich daraufhin, sehr bestimmt darauf hin, dass meine Maske nicht richtig korrekt sitzt. Genau, und ich habe dann gefragt, ob es sein Ernst sei, und er sagte mit Nachdruck, ja. Und das war so ein Typ, der dann petzen geht. Also auf jeden Fall, da bin ich mir 100% sicher. Ich bin dann auch erst auch bis nach Leipzig gefahren und er ist dann ausgeschieden, hat im Bahnhof, obwohl Leipzig nirgendwo mehr Maskenpflicht ist, hat er die ganze Zeit die Maske auch im Bahnhof noch aufgelassen. Da haben wir es wieder, den Gehorsam, der nicht mal verlangt wird, aber trotzdem. Weil es geht um Menschenleben, man weiß es ja. Ja, genau, also, genau. Es ist völlig klar, worum es geht. Aber ich finde das krass, was für eine Chutzpe solche Typen an Tag. Ja, geht. Aber das machen sie bei irgendwelchen AMG-Connex nicht, aber die fahren natürlich auch nicht ehrenlos mit der Bahn. Das ist ja klar. Ja. Deswegen begegnen sich diese Menschen gegenseitig nie. Und es ist ja eindeutig auch, die Furchtlosigkeit kommt ja auch daher, was ja eigentlich auch richtig ist. Sie denken, es kann ihnen nichts passieren. Und das stimmt ja auch. Und ich möchte ja auch nicht, dass denen was zustößt. Aber es ist, sie sind ja komplett, haben nichts zu befürchten. Ihr Verhalten, genau. Genau, ja. Aber das ist schon, bemerkenswert, was für Leute auf einmal eine große Klappe haben. Das sind auch meistens, das ist ja immer dasselbe Klientel. Wahrscheinlich auch Grünwähler und auch hat, wenn der Typ Twitter hätte, ist, du kannst es ja, du weißt es ja, wie es aussieht, so drei Stunden. Ich weiß alles, nur ich, wenn ich sage, dann wird mir das oft zur Last gelegt. Ja, deswegen, ich lasse dich reden. Also ich freue mich richtig, dass du es mal machst. Aber es ist ich glaube, mittlerweile ist es auch klar, wie ich dazu stehe. Aber lass mal gar nicht so das Corona-Thema. Ich habe das letzte Woche gehabt. Das viel gehabt. Ich fand es halt, was ich noch ganz für die... Du bist noch die Killer-Variante von Lauterbach. Die kann man noch mal ansprechen. Ja, und ich habe gerade eben von Pete habe ich eine Nachricht gekriegt. Das fand ich... Also erstmal, ich habe gleich YouTube-Livestream. Mein Hauptkanal wird wieder entsperrt. Ich hatte nämlich medizinische Fehlinformationen von mir gegeben. Unter anderem betrafen die Social Distancing, also ich habe es dann rausgefunden, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Ich sage also einiges, wenn der Tag lang ist, ne? Und dann weiß ich nicht genau, an welcher Stelle ich gegen welche Regel jetzt verstoßen habe. Mhm. Aber es ging um, ich habe wohl die WHO geschmäht anscheinend. Das geht natürlich nicht. Genau, ist ja auch so ein, WHO, UN, das sind ja alles die Guten. Super. Genau, ist immer total super, alles, was sie sagen. Das möchte ich auch hier on the record nochmal sagen. Und deren Empfehlungen zu Social Distancing hätte ich in Frage gestellt, genau. Ach so, meine Aussagen könnten dazu führen, dass Leute die Maske oder Social Distancing nicht ernst nehmen. Und das geht natürlich mitten in einer Pandemie nicht. Und deswegen, möchte ich mich entschuldigen bei der WHO persönlich. Ja. Und dafür werde ich morgen entsperrt. Und ich habe mir ja geschworen, trotzdem nie wieder eine Maske zu tragen. Ja? Also ihr müsst sie natürlich alle tragen, aber ich werde keine mehr tragen. So. Ja. Das ist ja auch so ein Goal, was ich habe. Deswegen vermutlich, wahrscheinlich heißt es auch gar nicht mehr Bahn fahren. Aber du hast mir ja Mut gemacht gerade. Es könnte auch klappen. Probieren, genau. Und aber auch der Typ, der petzen geht, auch da vielleicht auch mal drauf ankommen lassen. So, habe ich mir auch überlegt. Ich habe mich dann natürlich auch sehr geärgert, dass ich dem Typen dann, dass ich dann es nicht habe weiter darauf ankommen lassen, weil ich hatte mich dann, also wie gesagt, ich habe das ja nur vermutet. Ich weiß ja nicht, ob er dann gleich petzen gegangen wird. Genau, wenn er das macht, kann ich ja immer noch, dann kommt halt der Kontrolleurs-Heini und dann so geht es doch eigentlich. Also da muss ich mich eigentlich fragen, Philipp, was war denn da los, dass der dich so eingeschüchtert hat? Ich weiß es auch nicht. Ich war auch sehr müde. Ja, aber stell mal vor, es wird richtig ernst und dann wird es sportlicher. Dann kannst du doch auch nicht, du kannst doch nicht jetzt schon einknicken bei so einem Typen. Ja, ich habe wenn jetzt noch nicht mal
irgendwie irgendeine Truppe dann vorbeikommt und sich schon knüpft. Also, aber kennst, ne? Ja, aber kennst du dieses Gefühl, wenn man dann so eine blöde Situation hatte oder irgendein Assi hat einen angerempelt oder so aus Versehen? Kenn oder ich, auf den Bus natürlich, vielleicht. Dann macht man gar nichts in dem Moment und nachher denkt man sich, ach, was den ganzen Tag. Den ganzen Tag, den ganzen das lässt einen nicht mehr los. Den ganzen Tag, hätte was hätte dies, ich denn gerne? Hätte das, genau. Das ging mir auch so an dem Tag. Das war schon Selbstgeißelung und Selbstkritik. Ja, das tut mir leid, dass du das jetzt nochmal fühlen musst. Genau, ich habe mich dann selber Pete auch... Pete wollte gerade jemanden taggen in einer Instagram-Story, ja. Beruflich, ich glaube einen Kunden oder so, oder einen Kollegen, ja, also er ist Tätowierer, ja. Und jetzt kam eine Meldung, ich lese sie vor, @erwähnen nicht möglich, ... kann nicht erwähnt werden, da er sie wiederholt Inhalte gepostet hat, die gegen unsere Gemeinschaftsrichtlinien zu falschen Inhalten über Covid-19 oder Impfstoffe verstoßen. Ja, okay, ja. Also, das ist verboten. Ja, klar. Es ist verboten. Zu Recht. Das wissen wir ja schon lange, ist nicht durchgehend abzufallen. Damit möchte ich das abhaken. Was war mit Heiner Lauterbach? Ach so, Lauterbach hat doch jetzt, wann war es? Montag, glaube ich. Ja, Montag war ja gestern, vorgestern. Ich weiß nicht, irgendwie rund um die Ostertage. Ich glaube, das war so. Das ist natürlich Donnerstag jetzt schon, aber okay. Ja. Genau, ja. Stimmt. Was ja, an Ostermontag hat er gemacht? Ich glaube, es war, oder Ostersamstag, Sonntag. Ich weiß nicht, er schrieb auf jeden Fall, er sagte in einem Interview mit der Bild-Zeitung, sagte er, dass es durchaus sein kann, dass wir im Herbst eine absolute Killer-Variante kriegen, weil so ansteckend wie Omikron und so tödlich wie Delta. Genau. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Herr Lauterbach so ein bisschen, er mag das nicht, wenn er mal so 5 Tage nicht in der Öffentlichkeit steht. Ach so, dann muss ja, halt das immer, ist ja, genau. Genau, da nee, muss nee, halt passt. Irgendwie, muss halt wieder irgendwas. Aber es sind doch alle, die keine Ahnung, alle, die sterben sollten, sind ja jetzt quasi auch schon tot. Sind alle tot. Das genau, deswegen stirbt ja eigentlich genau. Seit einem Jahr schon keiner mehr. Also, ja, Hashtag not all, aber ja. Eigentlich im Prinzip so richtig ist nichts mehr los. Nee, also es ist ja auch, wie gesagt, wenn du halt Hamburg verlässt, Richtung alle anderen Bundesländer, die angrenzen, Mecklenburg-Vorpommern ist auch noch Hotspot, aber wenn du Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern in Richtung alle anderen Bundesländer verlässt, ist halt auch kein Corona mehr, außer bei denen, die eine Maske aufhaben. Und wenn du halt Deutschland verlässt, ist sowieso erst recht nirgendwo mehr genau, Corona. Genau. Also gibt es das halt nicht. Diese Killer-Variante, die Herr Lauterbach wieder voraussagt, in seiner unendlichen Weisheit, wird es, glaube ich, auch nur in Deutschland geben. Und da besonders halt in linken Szene-Kneipen, in linken Clubs, zum Beispiel das Conner Island, ich hatte ja als wir gepodcastet haben. Bitte macht die nicht aufmerksamer. Ja, okay. Ja, bitte. Ach, ich habe es ja schon erzählt, dass als wir das letzte Mal gepodcastet haben, Ende März, sagte ich, dass ich am 9. April ins Conner Island gehen möchte, beim Konzert der alten Hardcore-Legende Spermels. Aber das Conner Island macht 2G+ bei Tanzveranstaltungen. Ja. Also ich lasse den Leuten jetzt Fantasie, ob ich da hingegangen bin oder nicht. Okay. Also, genau. Ja, aber schade, ja, da ist halt Corona auch noch brandgefährlich. In linken Clubs und linken Kneipen ist Corona brandgefährlich. Überall anders halt nicht. Genau. Also ja, in dem Dönerladen, wo ich hier gerade eben war, da war es nicht gefährlich. Also da war Corona, glaube ich, nicht existent. Ja, gut, jetzt, okay, kommen wir scheiße auf Corona. Ja, genau. Also es ist, es ist ein Konformitätsexperiment. Ja, man redet auch mal, ja. Aber es ist so, ich fahre halt momentan wirklich berufsbedingt sehr viel Bahn und ich war halt wirklich, nächste Woche muss ich halt wieder nach Hamburg, das ist wieder dieses Theater, sich wieder irgendwie in der Hotellobby eine scheiß Maske tragen, wo im Radius von 200 Metern niemand um mich herum ist. Es lässt einen halt einfach nicht los, weil es halt immer noch irgendwo ins Alltagsleben eingreift. Was glaubst du denn? Auch wenn das halt überhaupt kein Thema mehr ist eigentlich. Ich habe mir wirklich geschworen, ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich habe mir geschworen, es ernst zu meinen damit, dass ich da nicht mehr mitmache. Also ich habe ja ich für eh ein relativ asoziales Leben, so, also so outside of society in so einem, auf so einem Piratenschiff, in einem Paralleluniversum. Und ich möchte keine Maske mehr tragen. Ich möchte wirklich keine Maske mehr tragen. Ich rief heute Morgen bei meiner Ärztin an, die hat aber schon mal abgelehnt, mir einen Attest auszustellen. Also es ist jetzt so ein bisschen ernüchternd gewesen. Wir wurden von der Sprechstundenhilfe 3 Ausrufezeichen quasi diktiert. Also in der Akte, also genau, ja. Also aber vielleicht spannend. Finde man irgend so ein bisschen leicht esoterisch, spirituell angehauchten Urpfuscher, der. Genau. Mir ist auch schon einer eingefallen. Ja, also von daher, ich überlege es auch. Ja. Sollte es im Herbst wieder losgehen. Es geht ja sowieso nur um die Öffis, um Ämter und keine Ahnung. Solche Sachen. Alles andere kann man ja vermeiden. Man kann ja bei Gorillas bestellen und so weiter und so fort.
Ja, kann man vermeiden, ja. Wobei Gorillas, habe ich Genau. immer gelesen, ist ein schrecklicher Ausbeuterkonzern. Weiß ich gar nicht. Ist das so? Ja Ich kenne gut, die gar Pech, nicht. aber das ist ja nicht unsere Schuld. Nee. Ich würde ja auch Nee. kaufen gehen, aber ich muss ja eine Maske tragen. Ja. Also ja, also irgendeiner muss das regeln. Ich kann nur, ich muss ja den Weg nehmen, der mir übrig bleibt, ja. Apropos Ausbeuterkonzern, gute Überleitung. Ich habe nämlich gestern oder vorgestern gelesen, ein Döner, es droht eine Dönerinflation, weil Döner kostet, müsste eigentlich 7,30 € kosten, was natürlich irgendwie schon viel Geld ist, wenn man das so bei, glaube ich, in Berlin kostet ein Döner so 3,50 oder so. Das Oh, wäre immer mehr als das noch Doppelte. gut, ja. Ja, oder 4 €, das ist auf jeden Fall sehr günstig. Und ich las dann, dass alles wird teurer, Benzin oder das unglaublich nützliche Sonnenblumenöl. Aber Braucht Döner man ja wird für die wahrscheinlich auch Pommes, ne? teuer. Das braucht man ja, also das Pflanzenöl braucht man ja für die Pommes. Genau, das brauchen wir für die Pommes oder zum, weiß ich nicht, Autofahren oder so. Genau. Aber Döner Diesel. soll auch teurer werden. Unter anderem liegt das auch daran, dass der Mindestlohn so enorm gestiegen ist. Ich muss dazu auch Das ist so selbstkritisch krass, sagen, das ist so ist geil, krass, ne? das ist so Als ich krass. vielleicht noch ein bisschen linker, sozialdemokratischer orientiert war, habe ich natürlich, und ich habe ja selber jahrelang auch Forderungen, so, soziale Ah, Forderungen. jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Ja, Okay. Internetverbindung ist instabil. Ich sitze hier im Hotel halt in dem scheiß Pissdorf Genau, Neuen. also Kann sein, dass es immer Sozialdemokrat, du mal. warst ja selber Auf mal so jeden, drauf. nein, ich bin ja auch kein Sozialdemokrat. War ich auch nie, aber es gab natürlich immer mal so Forderungen, die ich natürlich noch gut fand, so linke Forderungen. Genau, und damals fand ich das natürlich auch super, Kneipe, irgendwie 15 € Mindestlohn, super. Aber das würde natürlich bedeuten, dass man Bier, und das ist mir irgendwie auch erst später aufgefallen, Ja, dass man Bier moin. natürlich irgendwann für 6, 7 € verkaufen muss, was dann sich halt kein normaler Mensch mehr leisten kann, der nicht gerade irgendwie, Genau, ja. genau. Und dein und der Mindestlohn ist dann auch weniger wert, weil alles teurer wird. Ist es Genau, nicht krass, dass ja. diese einfache Milchmädchenrechnung, dass das die meisten Schlauen schon nicht hinkriegen? Nee. Also das ist doch wirklich sagenhaft. Game Und over. das Beste ist auch, es gibt ja jetzt dieses Narrativ, dass sich die dass alles teurer wird und Aldi macht sich die Taschen voll und so Ja, weiter. habe ich auch gelesen. Dass das also dass das damit zusammenhängt, dass das Geld weniger wert wird. Das verstehen die Leute nicht. Also das Nee. Narrativ ist, ja, die Firmen und die Aldis und die Rewes dieser Nation, die machen sich schön die Taschen voll. Ja, weil das Ausbeuterkonzerne sind, imperialistische Genau. Ausbeuterkonzerne. Das ist Genau. halt klar, das ist halt drin. So, Ist das krass? Es bedeutet natürlich dasselbe, wenn Geld weniger wert wird oder wenn Sachen teurer werden. Aber die Ursache ist doch, die Ursache muss man doch irgendwie mal herausstellen. Und ich würde mich freuen, wenn dieser Basisfakt irgendwie mal bei den Leuten ankommt. Aber da hört es eigentlich schon auf. Da hört es komplett schon auf. Und wir reden hier ja. von den normal schlauen Leuten. Ja, die meisten sind ja irgendwie auch so links Sind auch schlau, sozialdemokratisch genau. so und schlau, genau. Zumindest die, die den Genau. Ton angeben. Ja. Gut und Aber das fiel schlau. mir auf jeden Fall auch so, als ich das denn las, so 7,30 € für einen Döner, was eigentlich, streng genommen, ist das eigentlich auch völlig okay, weil ein Döner ist halt eine komplette Mahlzeit, es ist halt ein komplettes Mittagessen. Eigentlich streng genommen, für einen Döner-Teller, da ist jetzt auch nicht wesentlich, da sind halt noch Pommes bei, ansonsten zahle ich dafür auch 8 €. Das ist auch in Ordnung. Ja, acht, Das neun ist doch voll ein Euro. komplettes Mittagessen. Also ist 7,30 € für einen Döner auch in Ordnung. Aber als ich das dann las, dass das unmittelbar auch damit zusammenhängt, dass dieser Mindestlohn einfach so enorm gestiegen ist, dank der neuen, guten, sehr guten Regierung. Genau, das dachte ich so, das Ja. ist so, ja, genau. Und dieselben Leute regen sich jetzt aber darüber natürlich auf. Also es wären auch dieselben Ja. Leute, die sich jetzt auch darüber aufregen würden, dass das Bier obskurerweise teurer Ja. wird in der Kneipe. Naja. Das ist schön. Und weißt du, was dann eigentlich sich die Leute immer wünschen? Dass der Na. Staat hingeht und diese Preise deckelt, damit man die Genau. nicht teurer machen darf. Und Genau. dann, das nächste ist dann, dass es dann kaputt geht Ja, und nicht mehr genau. funktioniert. Und dann, Genau. genau, und dann wohl doch nicht so geil dein Kapitalismus. Nee. Ja, es Also ist. ich sehe ja hier in NRW sind Wahlen, demnächst, ich weiß gar nicht wann, ich habe meine Wahlbenachrichtigung schon verbrannt, aber Was, du gehst hier nicht hängen wählen? natürlich, bitte? Du gehst nicht wählen? Was? Aber das ist doch die einzige Möglichkeit, was zu verändern. Das ist doch, wie kann man das nicht tun? Das ist doch ein unglaubliches Privileg. In ich anderen freue Ländern kann man mich, nicht wählen. ich freue mich über jedes Ergebnis. Ich freue Ja. mich über jedes Ergebnis. Es Was ist sagst du mir. denn? Was ist denn die Prognose? NRW ist ja eigentlich immer jahrzehntelang so SPD-Stammland Ja, gewesen, hat jetzt aber ja. die CDU Es abgeräumt, war, ne? Und pass auf. AfD, ne?
Auch recht stark, wenn ich mich erinnere. Ist das nicht so, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß, ich las nochmal ein Buch von so einem alten, das ganz kurz noch, ich las mal ein Buch von so einem alten Essener DGB-Urgestein, SPD-Urgestein. Vater hat in der Zeche gearbeitet, er in der Zeche gearbeitet. Danach hat er ehrenamtlich die Tafel in Essen übernommen. Ja, da gab es aber noch keine AfD. Nee, nee, der wählt ja auch nicht die AfD, aber der wählt auch gar nichts mehr. Aber der sagt halt, viele seiner ehemaligen. Der auch, cool. Was? Der auch, ja, willkommen an Bord. Genau, genau. Aber das ist auch absoluter guter Typ auch. Ich habe leider den Namen gerade vergessen. Axel irgendwas? Ich weiß es nicht mehr, wie der hieß. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Sozi, Urgestein, sagt aber so die ganzen alten Kohlekumpels und so, und die wählen jetzt alle AfD, weil SPD ist vorbei. Entweder wählen sie CDU, AfD oder gar nichts mehr. Ja, no shit. Weil sie halt das mit das Auswärtige Amt soll weniger weiß und männlich werden und Diversity und so weiter, können die halt nichts anfangen. Ich habe da ein super Meme. Ich habe da ein ultra geiles Meme. Habe ich's für den Livestream reingepackt? Ich schicke es mal gerade. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also, ich habe mir mal, warte, ich hab's. Great Podcasting. Es ist wirklich so, dass ich, wir haben uns tatsächlich beim letzten Mal noch gefreut. Ich kann kaum glauben, ich habe es dir geschickt, ich kann kaum glauben, dass es schon 4 Jahre her ist, dass hier in NRW Schwarz-Gelb an die Macht kam. Ja. Also unser Ministerpräsident dachte ich, das ist jetzt kommt Timeline-Shift-Scheiße. Ja. Wie heißt der? Das ist Reul, ne? Herbert Reul? Ist das der mit dem Kadal? Okay, den kenne ich gar nicht. Den Namen höre ich jetzt zum ersten Mal. Also es war ursprünglich mal Armin Lasch. Armin Laschet. Davor berühmt geworden, weil er an der RWTH Aachen mal irgendwie 100 Klausuren verschlammt hatte und danach die Noten erfunden hat. Nacherfunden hat. Und das kam dann raus, weil auch alle Leute Noten gekriegt haben, die und bestanden hatten, die gar nicht mitgeschrieben hatten. Ja, das war so bis dahin sein Karriere-Highlight. Und dann ist er das halt hier geworden. Und jetzt habe ich neulich, gucke ich hier auf die Plakate, ich gehe immer an den Plakaten vorbei und schreie Lüge. Das ist so ein Tourette von mir irgendwie. Und jetzt gibt es hier ein Plakat, da steht drauf, unser Ministerpräsident. Und dann ist das ein Bild von einer Person namens Henning Wüst. Ja, kenne ich auch. Der sagt mir nichts. Der sagt dir nichts? Nee. Das ist einer der meistgehassten Typen überhaupt. Von dem gibt es total, ich weiß auch nicht was und wieso und warum, aber ist total bekannt. Ja, also ist total bekanntes, also auch Corona-mäßig immer, ich glaube auch autoritär. Ja. Ich glaube auch CDU muss ja dann irgendwie sein. Ich weiß nicht, wo Armin Laschet abgeblieben ist. Es war ja mal, letztes Jahr war ja noch dieses Hochwasser. Ja, da haben ihn ja alle gehasst, weil er irgendwie auf irgendeinem Foto hat er gelächelt, glaube ich. Ja, das war natürlich ganz. Und das ging dann irgendwie gar nicht. Ja. Aber mit, sagen wir es mal so, jetzt hier mit dieser, wie hieß die jetzt nochmal letzte Woche, die eigentlich ganz cute Milf von den Grünen, die, die dann diese, vier Wochen Côte d'Azur gemacht hat. Erst mal. Anne Spiegel, ja. Und hat es mir auch so ein bisschen leid. Also, aber das war ja dann auch schon so ein bisschen mit zweierlei Maß. Ne? Also Armin Lasch hatte dann ja, also gut, der Name ist schon geil. Armin Lasch hatte dann ja gelächelt auf irgendeinem Foto und dann war ja direkt und Rücktritt hier und so weiter und so fort. Ja. Und bei ihr war dann so, ja mein Gott, und sie hat sich um ihren, ne, ihr Mann hat auch Long-Covid und Burnout-Syndrom und so weiter. Und kümmert sich alleine um 4 Kinder. Der Mann. Ja, der Mann. Genau. Und deswegen deswegen auch Sehnenscheidenentzündung, Bänderüberdehnung, Long-Covid, manisch-depressiv, glaube ich, oder irgendwie so. Burnout-Syndrom. Das ist auch sowas. Ja. So hieß das früher, das Long-Covid. Ja. Und mit ihr war man nachsichtiger. Also 4 Wochen Côte d'Azur. Ja, mein Gott, halt so, ne? Ja, könnte das eventuell mit ihrer Partei und ihrem Geschlecht zu tun haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Bei Armin Lasch war man, genau. Ja. Und seitdem, mir fiel dann auf, man hört auch von Armin Lasch gar nichts mehr. Nee, ich habe keine Ahnung. Er sollte dann irgendwie auch mal Kanzlerkandidat werden, ist es dann aber, glaube ich, war er das? Er war Kanzlerkandidat, ja. War er auch, okay. Ja, und seitdem komplett weg.
Ja. Das war ja das Glück von Herrn Scholz, dass Baerbock und Laschet in jedes Fettnäpfchen reingetreten sind. Ich glaube, der Laschet wäre mir lieber gewesen als Kanzler. Also wenn, dann wäre mir der Laschet eigentlich am liebsten gewesen von dieser ganzen anderen Knallscharsprigade, die er aufgibt. Also Baerbock oder Scholz, ja gut, jetzt ist halt Scholz geworden und Baerbock ist auch leider in der Regierung. Kleine rote Wichser. Also ich glaube, der Laschet wäre mir noch lieber gewesen. Der Laschet wirkte halt immer so ein bisschen wie so ein Teddybär. Also so ein bisschen trampelig, so ein bisschen treu doof auch. Dieses Lehrermäßige hat mich so ein bisschen genervt. Ja, aber ich glaube, man kann auch mit dem kann man auch einen Hefeweizen trinken, glaube ich. Das ist so ein Typ. Mit dem kannst du auch in so einer Bochumer oder in Bottrop oder Gladbach oder so, kannst du da mit dem auch ein Bierchen trinken in so einer Malocher-Kneipe. Ich glaube, so ein Typ wäre das gewesen. Also wirkt er auf mich eigentlich noch sympathisch. Aber ich weiß keine Ahnung, was der jetzt macht. Ich habe auch keine Ahnung. Aber ich habe ein paar Lügen von den Wahlplakaten. Ja, genau. Was haben wir denn hier? Ist großartig, ja. Hendrik Wüst, machen, worauf es ankommt, ist ja auch gelogen. Hier, die Linke drunter direkt. Unbe, durchgestrichen und dann zahlbare Mieten. Ja, so einfach ist das. Wohnungskonzerne enteignen, Mieten deckeln. Also ich glaube, das ist noch nicht mal gelogen. Gute Idee auf jeden Fall. Enteignen. Genau, was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? So einfach ist das. Genau, und dann haben wir hier fährt immer seltener und seltener durchgestrichen, auch von Die Linke, Nahverkehr Ausbau und gebührenfrei, also kostenlos. Ne? Kostenlos ist ja auch so ein Zauberwort, gebührenfrei, kostenlos. Es ist alles kostenlos. Es ist alles kostenlos und umsonst Gerechtigkeit braucht Die Linke. Gelogen. Darüber aber CDU konsequent gegen Clans und Straftäter. Ja. Wir packen sie, machen, worauf es ankommt. Auch gelogen, würde ich sagen. Ja, ich in meinen, also alles, was ich da lese, egal ob CDU oder Die Linke, ist alles Instrumentalisierung und im Prinzip Ideologisierung. Die Leute sollen irgendwie heiß gemacht werden. Mhm. Alles, was man so gegen die Clans zum Beispiel in Stellung bringt, wird dann hinterher, glaube ich, gegen uns verwendet. Also die WhatsApp-Überwachung oder dann auch immer ist. So, ne? Am Ende die Clans machen dann trotzdem ihr Ding so und du guckst doof aus der Wäsche so. Ja, also insofern. Mir fällt da mal noch eine schöne Anekdote ein zu Wahlplakaten. Ich weiß noch, in Lübeck habe ich ja lange gewohnt, da gab es in den 2000ern, ich weiß nicht, aber irgendeine Wahl, wahrscheinlich Bundestagswahl oder Kommunalwahl oder Landtagswahl oder irgendein Quatsch. Und da hat damals eine anarchistische Gruppe hat dazu aufgerufen, also die hat eine ganze Wahlboykott-Kampagne gemacht und hat dazu aufgerufen, am Tag vor der Wahl für jedes mitgebrachte und verbrannte Wahlplakat gibt es irgendwie ein Bier aufs Haus in so einer Punkerkneipe. Das gibt richtig Ärger. Hm? Ich glaube, das gibt richtig Ärger. Wenn man das macht? Wenn du Wahlplakate verbrennst, das ist, glaube ich, ein richtiger, das ist kein Kavaliersdelikt. Sie haben öffentlich dazu aufgerufen und da waren dann auch, was weiß ich, 100 Leute da vor dieser Punkerkneipe und haben halt in so einer Feuertonne halt irgendwie sämtliche Wahlplakate. Das finde ich ja tatsächlich noch irgendwo. Genau, fand ich auch cool und halt so 10 Jahre später zur Europawahl, 2019 war die, 2019 war sie, genau, da las ich dann in Lübeck so Plakate. Die Partei dann, und so. Ne? Nee, aber da las ich dann so auch, also wie gesagt, Anarchisten 10 Jahre vorher rufen halt dazu auf zum Wahlboykott und schenken ihm jeden halt ein Bier, der halt ein Wahlplakat mitbringt und es verbrennt. 10 Jahre später rufen andere Anarchisten aus Lübeck, das waren dann andere Leute, las ich dann so Plakate in der Lübecker Innenstadt, die waren dann geklebt, wählen gehen gegen Ausgrenzung, Rechtspopulismus und Dummheit, vor allem gegen Rechtspopulismus, ganz besonders wichtig, unterzeichnet mit Anarcho-Punks Lübeck e.V., das fand ich eigentlich noch am besten, das ist halt Wahrheit, also Anarchisten 10 Jahre vorher, Anarchisten dann 2019, weil der Rechts... How it started, how it's going. Genau, das fiel mir dann auch so ein, das ist so, genau. Wenn Wahlen was ändern würden, wären sie verboten, auch so eine alte Anarcho- Plattitüde, wie glaube ich aus den 30er Jahren, 100 Jahre alter Spruch, sage ich, ist was dran, aber heutzutage auch nicht mehr so wichtig. Ich glaube, heute siehst du auch... Demokratie ist so ein Clownwort geworden, ein komplettes Clownwort, was benutzt wird eigentlich für alles. Also eigentlich wird damit so eine Art komischer Woker-Sozialismus irgendwie ist damit gemeint. So ein schönes Miteinander. Wie heißt diese junge, die auch diesen Meltdown gekriegt hat im Parlament? Diese Fester, Emilia Fester. Fester, nicht Tessa Ganserer. Die ist ja auch geil. Genau, wir wollen ja nicht transphob sein, aber hier die Emilia Fester, die meinte, die Freiheit
die kollektive Freiheit oder irgendwie so, die Freiheit des Kollektivs. Oder ja, also super. Das ist ja schon, das ist ja so geil paradox. Also das ist ja das Gegenteil von individueller Freiheit und die gilt ja als rechts. Also das ist ja jetzt, da sind wir jetzt wirklich angelangt. Also wenn du individuell irgendwie dir einbildest, ein schönes Leben haben zu wollen, auch ohne, dass du jetzt jemandem auf die Füße dabei trittst, dann geht das nicht. Und das hat mit unserer Demokratie, das ist antidemokratisch. Ja, genau. Und ich finde aber auch diese Begrifflichkeiten wie kollektive Freiheit, was heißt das? Was ist das? Also da habe ich doch gerade gesagt. Das ist ein komplettes Paradoxon. Genau, aber was also, das gibt es nicht. Ja. Das ist halt DDR-Sprache. Genau. Und dazu, ich habe es gerade mal geguckt, welche Staaten, die besonders sympathisch sind, auch das Wort Demokratie drin haben. Zum Beispiel ist Nordkorea. Deutsche Demokratische Republik, aber auch Nordkorea ist laut Eigenbezeichnung eine Demokratische Republik. Oder die Demokratische Republik Kampuchea, das war halt das Kambodscha der Roten Khmer, also wo halt 300 Jahre 2 Millionen Menschen ermordet wurden, war aber auch eine Demokratische Republik. Und ich glaube auch Lenin, das ist ja schon im Urkomplex. It's in the name. Lenin sprach auch schon von einer demokratischen Diktatur. Also ist es, glaube ich, nicht ganz uns. It's in the name. Antifa, it's in the name. Ja, genau. Also, ja. Ganz zu Unrecht beziehen sich auch. Vielleicht zu Recht bezieht sich Kim Jong-un oder Pol Pot bezogen sich wahrscheinlich zu Recht auf den Begriff Demokratie, weil Lenin hat es ja auch gesagt. Ich finde es halt geil, dass immer da, wo es noch dazu gesagt werden muss, gilt es eigentlich hellhörig zu werden. Ich sage das immer, ich meine, ich sage das als jemand, der Medienwissenschaften studiert hat, wenn Wissenschaften noch hinten dran gehängt werden muss, wenn Demokratie noch in den Namen mit rein muss, dann ist es wahrscheinlich irgendwie nicht so. Ja, wenn man es dazu sagen muss, weil man es sonst nicht merken würde, dann ist es wahrscheinlich entweder weder eine Wissenschaft noch eine Demokratie. Das wäre jetzt so mein Indikator. Ja, gebe ich dir recht. Und ich würde auch sagen, das ist so generell... Das ist so eine Version von ich bin nicht rechts, aber... Ja, aber das weißt du ja. Es ist ja heutzutage besonders wichtig, Haltung zu zeigen. Also, weil man sieht... Klar. Ne? Und das ist ja auch so ein Ding, also es muss ja ständig, immer und überall betont werden, wie nicht rechts man ist und wie doll man, wie doof Querdenker sind und wie kurz vor der Machtübernahme der AfD und aber ergo auch vom Vierten Reich halt, also es ist eigentlich schon 5 nach 12, liest man immer. Und die immer einzigen, die sich noch wehren, sind Böhmermann, die Öffentlich-Rechtlichen, Rewe, glaube ich, Apple und Amazon. Aber ansonsten ist die Welt schon, wenn es die nicht noch gäbe, als kleine gallische Dörfer, dann wären wir eigentlich schon längst nicht mehr. Genau. Danke, liebe Böhmermann-Deutsche. Genau, aber deswegen ist es halt auch wichtig, ich las jetzt auch... Deswegen ist die GEZ auch wichtig. So, ja, bitte, Entschuldigung. GEZ, klar, Demokratieabgabe. Das ist ja quasi unser antifaschistischer Schutzwall. Da sieht man es auch wieder, was Boris Johnson auch ein Faschist ist. Ganz klar, Briten Faschos wegen Brexit, aber jetzt Boris Johnson nochmal extra Fascho, weil er hat... bis, ich glaube, ab 2027 wird der Rundfunkgebührenbeitrag in Großbritannien komplett ausgesetzt. Dann sind wir den Schwurblern ausgeliefert. Da sind wir den Schwurblern, Wissenschaftsleugnern und weiß nicht. Genau, und den Putin-Freunden. Den Putin-Fans. Ja, davon gibt es ja auch Wahnsinn. Putin-Fans, genau. Ja. Putin-Versteher. Ey, ich muss ehrlich sagen, du weißt es ja wahrscheinlich von mir. Es ist mit so... Klar, Corona hat man schon so halb abgehakt, irgendwie so. Ich weiß, es ist ethisch-moralisch, befinde ich mich damit nicht auf der richtigen Seite, aber ich bin so genervt von diesem Ukraine-Konflikt. Unpopular Opinion, so. Also ich bin einfach so, ich denke, es braucht nicht noch einen deutschen Ersatznationalisten. Es braucht nicht noch einen. Wir wissen alle, was richtig und was falsch ist. In meiner Bubble weiß man es auch. Ich äußere mich fast gar nicht dazu. Ich poste auch nicht viel dazu. Ja. Und kann sein, dass das auch hier und da als nicht positiv wahrgenommen wird. Aber ich denke mir dauernd so, bei allem, was irgendwo No-Brainer sind oder sowas, ich glaube nicht, dass ich hier gebraucht werde. Noch den guten Deutschen, um da auch noch Wasser auf die Mühlen zu geben und so weiter. Und weißt du was, ich folge so ein paar alternativen Medien aus den USA, sagen wir es mal so, ja, Blogger oder sage ich mal kleinere Plattformen. Und da lese ich raus tatsächlich, das ist vielleicht etwas, das ist fast so ein bisschen so ein Bumerang geworden alles, dieser Ersatznationalismus und diese WM-Euphorie, was die Ukraine so angeht, so, ne? Dieses
ne, also so, ne, dass es jetzt nicht noch so blau-gelbe Vuvuzelas gibt, ist ja irgendwie noch so alles. Ja, oder so Zelensky-Kuscheltiere oder genau, Plakate, genau. Und er ist, Plakate. Das fehlt halt nicht, noch. Ja. Genau, und er ist aber auch, es ist alle, also er ist auch, sagen wir mal, zumindest interessant, oder? Also als Protagonist. Ja, also das ist doch schon irgendwo, ohne jetzt quasi den Konflikt zu, also Putin hat angefangen, alles klar, ne? Es ist alles, das geht so nicht, genau. Und so weiter, ja, okay. Ja. Aber das sind ja genau die Sachen, die man ja nicht ständig betonen muss, weil das genau, ist deswegen, das wissen also wir jetzt schon, klar wir sein, wollen dass ja jetzt mal so was Interessantes, genau, einen interessanten Nebengedanken vielleicht noch mit reinbringen. Hast du, was sind so deine Thoughts zu ihm so? Zu Zelensky, ich muss sagen, dass ich mich echt gar nicht mehr oder fast überhaupt nicht mehr mit dem Thema beschäftige. Weil genau, ich auch nicht. Ich, weil, bin auch ich nehme das halt so am Rande wahr und ich dann kriege mal die krassen Schlagzeilen natürlich noch mit. Was ich tatsächlich, muss ich sagen, Boss-Move war wirklich, dass er Steinmeier nicht, also dass er Steinmeier nicht geil, hat. Das war geil, das war richtig also, geil. Also dass der Steinmeier original Köln-Kalkverbot gekriegt hat vom Zelensky, das war... Ja, muss ich auch sagen, das war ein richtiger schön, Boss-Move. Ja. Das hat mich ja. richtig gefreut, das würde ich mir häufiger mal wünschen, dass das passiert, damit diese... Aber ansonsten bin ich von der... Sonst, ich muss sagen, ich weiß... Ich bin ich weiß, arg, ja, wie gesagt, also dieser das, man merkt richtig, wie die Deutschen aufblühen, wenn sie dann das doch mal dürfen, so, ne? Also mit Fahnen und so weiter, ne? Also, absolut, klar. Also ja. wie sie dann so, wie es irgendwie in uns irgendwie einfach mal raus muss, so, ja? Ja. Genau. Und genau, Azov-Bataillon und so weiter, das hat man alles schon mal... das ist auch interessant, sage ich mal, ein interessantes ja. Nebending irgendwie noch so. Und ich, finde, was so ein bisschen zum Bumerang wird oder wurde, ist dieses in Deutschland, und da kommen wir vielleicht gleich auch noch eine Überleitung zu Malmö, ja, in Deutschland gibt es tatsächlich durchgehend, sage ich mal, vom Medienadel eine tendenziöse Berichterstattung, wo man sich die Sachen so herbeischreibt, wie man es gerne hätte. Ja, und das ist teilweise nicht hilfreich, auch wenn das vielleicht das Ergebnis ist, was man schön oder gut findet oder so. Aber es ist eben keine gute Berichterstattung und es hilft teilweise der Sache auch nicht. Nö, ja? Es ist gar keine Berichterstattung. Es ist einfach so eine Art magisches Denken. Und, ja, so ein Jubeljournalismus irgendwo. Genau. Und, aber in der Vergewisserung, Erhaltungsjournalismus, aber man möchte eben auch, dass alle das Richtige denken und fühlen, man ist ja jetzt auch nichts Neues. Man kennt das ja jetzt schon seit Jahren, speziell seit es das Internet so gibt in der Form, wie wir es jetzt haben, mit YouTube und mit allem. Ja. Und man möchte natürlich entgegenwirken den Schwurblern. Ja, und natürlich, man hat seine unabhängigen Faktenchecker und man hat die guten, die Feel-Good-News halt so. Mhm. Oder halt auch die Feel-Bad-News. Ja, die Rechten und das Vierte Reich und so weiter. Ne, also, wo es lang geht, das sagen die uns immer noch. Und das Ding ist, ich weiß nicht, es wurde ja auch die ganze Zeit so berichtet, ja, der Ghost of Kiew und so weiter. Es war ja anfangs, von dem hört man auch nicht mehr viel. Aber so eigentlich im Prinzip erinnerte mich das an die Irak-Berichterstattung von diesem durchgeknallten irakischen Informationsminister, der irgendwie dann die ganze Zeit... ins irakische, in den offenen Kanal da am Rheinreden war, dass die Amerikaner sich schon vor den Toren von Bagdad selber die Hälse aufschneiden würden, lieber selber, weil sie so viel Angst vor den mutigen Irakern hätten, dass sie sich lieber selber umbringen würden, so, ja? Ich kann mich daran erinnern, ja. Als denen in, ja, genau. Und das ist so eine Art Jubeljournalismus. Das lese ich, also eine Variation davon. Ich konsumiere nicht viele deutsche Medien, aber man kriegt es natürlich trotzdem mit auf Twitter und so weiter und so fort, wo ich mir denke, oder auch allgemein im Westen, CNN, Time Magazine und so weiter, ne, die sind ja auch alle viel am Twittern, das wird dann entsprechend kommentiert. Guardian, genau. Oder der Punkt New York ist, Times, so, genau. Genau, und man hat dann irgendwie so dieses, ja, das kleine Gallien, irgendwie so die Ukraine bäumt sich auf und die Russen kommen gar nicht klar, ne? Und das entspricht wohl nicht komplett der Wahrheit. Und man möchte das aber gerne so haben. Mhm. Ich verstehe das auch, diesen Impuls. Aber es stellt sich doch jetzt nach und nach so raus, selbst irgendwelche windigen Telegram-Kanäle berichten teilweise, haben teilweise richtigere Aufnahmen als so, sag ich mal, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk bis zu CNN so. Und nicht, dass sie denen nicht vorliegen, sondern es ist einfach so, sie möchten es einfach so. Und das ist dann doch teilweise verheerend, was da so produziert wird. So, ja? Mhm.
Also Wag the Dog und so weiter. Wag the Dog, ja, ja, genau. Super Film, by the way. Es gibt, sehr guter Film. Und genau. Das galt damals mal als Konsens, diese Art der Medienkritik. Aber genau, wenn du die heute anbringst, machst du dich auch schon verdächtig. Es gibt eindeutig Bilder. Es gibt einen Zelensky, der irgendwie, der sich irgendwie selbst am Filmen ist, irgendwie irgendwelche TikTok-Stories am Machen ist, wie er quasi im Prinzip wie bei Scarface am Ende, wie Tony Montana am Ende da auf seinem Schreibtisch. Und dann gibt es noch so eins, wo er irgendwie so richtig schön in Szene gesetzt wird vor irgendwie so einer, Schützengrabenkulisse und so weiter und so fort. Und man traut sich fast gar nicht, sich das anzugucken, weil man sich denkt so, oh Gott, wenn ich das jetzt gucke, also keine Ahnung, bin ich dann noch auf der richtigen Seite der Geschichte so, ja? Aber das ist doch ein interessanter, ertappst du dich bei solchen Sachen auch? Also, das oder wie beurteilst du so, weil ja, du meinst gerade, eigentlich verfolgst du es gar nicht mehr so, aber Nicht, weil ich das auch so verworren finde, ehrlich gesagt, dass genau, ich hab da genau, irgendwie... man kann, also man hat natürlich seine eigene Bewertung der Sache so, aber es ist wirklich schwierig, der Geschichte so zu folgen, oder? Ja, oder den Bildern und der Berichterstattung und da zu sagen, okay, so ist es. Oder? Ja, genau. Es war auch mal so, es gab ja diese Bilder, diese entsetzlichen Bilder aus dem... Die Bilder aus Bergamo? Ja, die Bilder aus Bergamo, genau. Aber es gab ja diese Bilder aus Mariupol. Oh Gott, guck mal, da siehst du, ich verfolge das einfach kaum noch, wo halt wirklich... Ja gut, ich will auch nicht hier dazu. Aber du hast ja offensichtlich auch du kriegst ja einen ähnlichen Vibe irgendwie so. Ja, also dass man es irgendwie nicht mehr weiß, am besten lässt man es gleich. Genau, weil das auch Selbstschutz von dir, ich weiß es nicht. Also ich weiß halt zum Beispiel, also gut, ich habe das natürlich, weil war ich noch klein und so, aber man kann sich ja, du kennst dich auf jeden Fall noch daran erinnern, Leute, die das auch mitbekommen haben in den 90er Jahren, der ganze jugoslawische Bürgerkrieg zum Beispiel. Und da gab es beispielsweise eine sehr tendenziöse Presse, was das Agitieren gegen die Serben betraf. Also ja, Milosevic natürlich war auch ein Verbrecher, ein Kriegsverbrecher und ein schlimmer Typ und Diktator, ganz klar. Die Serben waren auch nicht zimperlich, was den Umgang mit den Kroaten oder mit Bosniaken oder mit Kosovo-Albanern betraf. Aber der Krieg der NATO hat sich dann ja und vor allem federführend Deutschlands, 99 hat sich ja komplett einseitig gegen Serbien gerichtet. Also die galten als ultimative Milosevic, der neue Hitler. Und da gab es so wirklich widerliche Auschwitz-Relativierung, die Rampe von Srebrenica, wo halt irgendwie dieser Massenmord an 8000 Bosniaken, muslimischen Muslimen, halt mit Auschwitz gleichgesetzt wurde. Und da gab es halt eine Inszenierung von Bildern, die ganz gezielt, und das hat zum Beispiel auch die UCK, diese kosovo-albanische Terrorgruppe, das ist so wie die PLO oder wie die Hamas im Kosovo. Ja. Das sind knallharte Islamisten, radikale nationalistische Islamisten gewesen. Das waren einfach absolut widerliche Typen. Und die haben es aber ganz gezielt so geschafft mit Propaganda-Inszenierungen, von wegen, es gab Feuergefechte zwischen der serbischen Armee und der UCK. Danach wurden halt die toten UCK-Kämpfer als Zivilisten angezogen. Dann kam halt die ganze internationale Presse, die ganzen NGOs, die haben darüber berichtet. Entweder haben sie gezielt falsch darüber berichtet oder sie sind diesen Leuten auf den Leim gegangen, weil anscheinend hat die UCK auch irgendwelche Medienprofis. Das gab es auch im Bosnienkrieg so. Wie gesagt, bei aller Gewalt und Brutalität, aber da gab es ein extremes Framing, bevor es diesen Begriff Framing gab. Da gibt es gute Bücher aus den 90er Jahren. Das sind keine Schwurbler. Das sind gerade, ich weiß ja, viele Leute, die das hören, was ich mache, sind ja noch aus dieser antideutschen, ideologiekritischen Szene. Da gibt es gute Bücher von Klaus Bittermann, von Matthias Künze, die genau das aufgearbeitet haben. Diese unglaubliche Propaganda, die gebraucht wurde, um halt diese NATO-Intervention gegen die Serben zu rechtfertigen. Und da ist halt vieles rausgekommen, was halt so nicht war. Und das, natürlich haben die Medien sich daran beteiligt. Da gab es halt Medienprofis aus New York, irgendwie ein Unternehmen, die halt dann ganz gezielt Bilder geschaffen haben, die halt wirklich an Auschwitz und an die Lager im Zweiten Weltkrieg und an den Holocaust erinnert haben. Und das macht natürlich was mit einem, wenn man solche Bilder sieht. Und das war natürlich dann gut. Danach war es halt einfacher zu sagen, Milosevic ist der neue Hitler. Fischer hat damals gesagt, wir müssen jetzt eingreifen, um ein neues Auschwitz zu verhindern. In Deutschland macht man es ja nicht unter Auschwitz, egal von welcher Seite, man macht es ja nicht unter dem Holocaust. Genau. Genau, und das war dann natürlich klar. Unter Nazis, also da gab es ja auch keine großen Friedensproteste damals. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Friedensdemos geil finden würde, aber das gab es ja nicht, 99, als die NATO sehr bombardiert hat. 4 Jahre später sind halt Millionen von Menschen gemeinsam mit ihrer Bundesregierung unter dem Ruf Halte durch, Gerd, gegen die USA, gegen den amerikanischen Krieg, gegen Saddam Hussein auf die Straße. Richtig. 4 Jahre vorher hat es halt niemanden interessiert, weil er ging ja gegen Hitler.
Und es ist, von daher, ja. Diese Gedanken kamen ja auch in den letzten Wochen mal wieder hoch, ja. Ohne mich da jetzt weitergehend zu äußern, weil ich habe keine Lust, mir die Finger zu verbrennen und so, aber... Ja, ich will auch nicht, dass du da auf irgendeinem Hügel jetzt stirbst, aber es ist... nee, also möchte ich ja auch selber nicht. Aber ich weiß nicht, ob der Ukraine mit so einem Jubeljournalismus geholfen ist. Und in Wirklichkeit läuft es dann vielleicht nicht so, weil das dann irgendwie zum Bumerang wird. Und die sich da... weil sie sich da irgendwie ins Feuer stürzen teilweise und da sehr viel Leid auch deswegen geschieht, weil durch diesen Jubeljournalismus so, ja, ich habe jetzt auch keine Alternative, keine Ahnung, vielleicht wird auch doch abbrechen hier an der Stelle. Also, dieser Krieg der Bilder oder dieses Wag the Dog Ding, das ist ein sehr interessantes Phänomen, sagen wir es mal so. Genau. Also, übrigens auch noch, wenn wir schon bei Thema Pop-Filmkultur sind und so, dann Wake Up ist ein super Film, super Medienkritik, ich glaube 90er, späte 90er, ne? 96, 97 mit Robert De Niro und ich weiß gar nicht, wer da noch mitspielt, John Cusack oder so. Super geiler Film, ich lange nicht mehr, oder Dustin Hoffman spielt, glaube ich, mit. Ach, ich weiß es nicht. The Dog war mit Dustin Hoffman, oder? Ist der, ich glaube, der ist mit Robert De Niro und Dustin Hoffman, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist doch Wag the Dog, oder nicht? Das ist das, wo die den Krieg im Studio inszenieren. Ja, das ist doch Wag the Dog. Das ist Wag the Dog, genau. Ja, genau, Wag the Dog. Aber es gibt noch andere super gute... Und der ist mit Robert De Niro und Dustin Hoffman. Ja, richtig. Das ist er, das ist er. Guckt euch den an, da wird euch einiges irgendwie bekannt vorkommen. Genau, und wenn wir schon dabei sind, auch sehr gute medienkritische Filme aus den 80ern, Salvador mit James Woods. Ja, sehr gut. James Woods, by the way. Ja, ja, ich weiß. Wer es noch nicht weiß, der Typ ist our guy, aber vom Allerfeinsten. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, weil es gibt Leute, sag ich mal, tendenziell aus deiner Bubble, die wissen nicht, wer Joe Rogan ist oder so. Ja, also mittlerweile wissen es, glaube ich. Aber man wundert sich manchmal, wie wenig manche Leute wissen. Also, James Woods, Shitposter in Chief, Junge, also Shitposter vor dem Herrn, konservativer Shitposter, würde ich sagen. Wenn ich das mal geben möchte, gerne dem auf Twitter folgen. Also, es lohnt sich. Das ist wirklich pures Gold. Ich glaube, James Woods kriegt auch keine Rollen mehr, ne? Ich glaube, der ist verbrannt. Der ist komplett durch. Ja, aber ich denke, wahrscheinlich hat er irgendwie 6 Millionen auf dem Konto oder sowas und das ist dann auch mehr. Okay. Ich glaube, James Woods hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ja. Ich weiß es nicht, aber selbst wenn es 3 Millionen oder 1,5 Millionen sind ist irgendwie 70 und ist ja okay, shitpostet jetzt und hat irgendwie sein Häuschen da irgendwo und weiß nicht, also es geht doch klar. Also ich finde das halt, ist für mich ehrenhafter als dieses Virtue Signaling und auf Teufel komm raus dazu zugehören Gewolle in Hollywood, wo man dieses White Knighting und dieses ganze Ding so, ja wo mitgemacht wird, auf Teufel komm raus, dann irgendwo finde ich das sympathisch, so ein älterer, kauziger Typ, der dann da so Twitter entdeckt hat und irgendwie den Leuten jetzt da auf die Eier geht und sich denkt so, ja gut, dann gibt mir halt keine Rollen mehr. Ja. Also es ist ja irgendwie integer. Klar. Also man muss es ja nicht mögen. Ich mag ihn, aber ich denke mal, es gibt auch viele, die ihn nicht mögen. Aber es ist so, er könnte ja alles dafür tun, noch 3 Rollen zu kriegen, so, ja. Aber möchte er anscheinend nicht. Gut, oder man kann halt auch so enden wie Robert De Niro und halt irgendwie Donald Trump zum Boxkampf herausfinden. Das meine ich ja. Und es macht so viel kaputt. Es macht so viel kaputt, weil ich kann original gewisse Menschen nicht mehr genießen. Es ist egal, ob wir von Punkbands reden. Das ist ja jetzt over. Ne? Oder ob wir von anderer Popkultur reden, also von Schauspielerei und so weiter. Ja. Und ich kann noch sehr gut immer noch einen Sylvester Stallone-Film genießen, aber nicht mehr so gut einen Arnold Schwarzenegger-Film. Das geht mir genauso, ja. Das ist das nicht mehr dasselbe. Danke. Also ja, Pech. Das Reichskristallnachts-Ding von ihm letztes Jahr, das war natürlich auch nochmal ein absolutes Highlight so. Ja, ja. Jetzt hat er ja nochmal ein Video gemacht an Präsident Putin. Ja, ja. Hat dem, glaube ich, auch wieder mit Conan Schwert oder war es nicht ganz so? Aber es war in derselben Kulisse. Also, es war in seinem Büro halt, nehme ich an. Ja. Das Conan Schwert muss in Griffweite gewesen sein. Was ja eigentlich auch das Coolste an dem Kristallnacht-Video war. Im Prinzip, dass er dann das Conan Schwert noch rausgeholt hat am Ende. Ja. Aber
Ja, keine Ahnung, dann so auf dem E-Bike mit Greta Thunberg und dann und hier und Putin lass es und Reichskristallnacht und so weiter und so fort. Ja, man denkt sich so, ja, noch drei so Dinger und ich bin pro Putin, so, weißt du? Also so, ne? Aber das ist auch, aber auch Arnie, auch so Scheißklamotten rumlaufen. Also auch ja, genau. Wenn so die großen Actionhelden der 80er Jahre, wenn ich das so vergleiche, das waren ja Sly, Stallone und Arnie. Und Stallone war immer so ein bisschen mehr so straight to video. Canon, ne? Canon genau. Release. Cowboy-Hut. Und, genau, und hatte halt eben auch immer noch so, ja, City Cobra und so, war jetzt nicht auf einem Level eigentlich mit Total Recall oder sowas. Also das war dann immer, es war immer, Stallone war immer eigentlich so Zweiter. Würde ich auch also sagen, Arnie also war der, vom Box Office und so und auch wie er es geschafft, also das Stallone weiß ich, weil Stallone hat glaube ich, war der Bestbezahlte. Stallone, ich glaube, Rambo 3 war der teuerste Film aller Zeiten. Dann kam Terminator 2, war dann der teuerste Film aller Zeiten. Ja. Aber Stallone hat die krassesten Gagen gekriegt. Aber die Filme waren immer so ein bisschen, Arnold hatte durchgehend so ein bisschen so, die galten alle irgendwie als gute Filme. Und Stallone war so ein bisschen, galt so ein bisschen als trashiger. Er hat ja auch zwischendurch Dinger gemacht wie Over the Top oder Tango. Genau, das war ja Cash. So Canon. Und das sind ja jetzt, genau, Canon, das ist ja jetzt, das sind ja objektiv, also die sind witzig, die Filme, aber das ist ja objektiv, das sind ja nicht gut. Also das ist jetzt ja kein objektiv guter Film. Ich glaube, Arnie hat so hören, Ausreißer, ja. Ausreißer hatte Arnie wirklich nur diesen Raw Deal, der heißt auf Deutsch, glaube ich, The City High. Das ist aber, weil das ganz früh war. Das waren ja, da war aber auch schon, das war auch schon nach Terminator. Und das war aber einer nach Terminator, glaube ich, und einer vor seinem, also Terminator gilt als sein Durchbruch, war er aber eigentlich noch nicht richtig. Ich glaube, Conan, wann war Conan der Barbar? Conan war 82. Der erste war Conan, der erste Conan 82, der zweite 84 und 84 war auch Terminator. 85 stimmt. Hat er schon dann Phantomkommando gemacht und dann kam Roddy, Running Man. Und aber so. Running Man war dann eigentlich, Running Man, Red Heat, Total Recall, das waren alles richtige Hollywood-Blockbuster, so, ne? Predator. Genau, Predator, ja. Predator. Genau, Aber auf jeden Fall hat Arnie es halt geschafft, sich in die 90er auch hinüber zu retten. Das hat Stallone leider nicht gut hingekriegt, muss man sagen. Viele 90er-Jahre-Filme von Stallone sind halt nicht gut. Also das ist, die 90er ist eh auch nicht mein Lieblingsjahrzehnt, was Filme betrifft. Aber eigentlich hat, die besten Filme, den Stallone in den 90ern gemacht, das hat Copland und da ist halt kein Action-Darsteller. Da ist er halt, der war auch dick. Da hat er, glaube ich, irgendwie 20 Kilo zugenommen für die Rolle und war dann so ein Tumba Kleinstadt-Sheriff. War das für die Rolle oder war der einfach zwischendurch mal dick? Die Legende sagt, es war nur für die Rolle bekannt. Echt? Stallone bekannt als Method-Actor, ich weiß es nicht. Also Christian Bale, ich muss sagen, er hat ja immerhin, also die zwei Franchises, Rocky und Rambo, sind ja natürlich, also da bist du ja natürlich gewaschen und geföhnt danach, sagt man das so? Geschnitten und keine Ahnung. Geschniegelt und gebügelt, ich weiß es nicht. Ja, genau, irgendwie so. Also der hat ausgesorgt. Ja, ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, er war immer so ein bisschen, er hatte immer so ein bisschen Komplexe vor Arnie. Das kann sein, ja, das weiß so, ich nicht. Arnold war immer so der ein bisschen Geliebtere so. Und er war, und Arnold eben auch, eigentlich auch Republikaner, ne? Ja, durchaus konservativ. Aber war mit einer Kennedy dann verheiratet, irgendwie sowas, ne? Arnie jetzt? Das weiß ich gar nicht. Ja, ja, natürlich. Das weiß ich gar nicht. Arnold Schwarzenegger war mit einer Kennedy verheiratet. Naja, ich meine, wenn man sich mal die Kennedys der 60er, die Demokraten der 60er, 70er Jahre anguckt, dann würde ich sagen, gelten die heute als, würden die heute locker als Maria echt. Shriver, das ist eine, so. Genau, okay. Damalige bei Kennedy-Tennisturnier, da hat er sie kennengelernt. Da hat er sie kennengelernt, ja. Oh ja. Und former First Lady, a member of the Kennedy family, early life. She is a niece. Sie ist die Nichte von John F. Kennedy. Okay, gut, das wusste ich. Also quasi die Tochter eines Geschwisters. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, Arnie, Totalabsturz in den letzten Jahren, letzten 10 Jahren oder so. Ja, genau. Also ich muss also auch sagen, auch die Filme, die er macht, sind nicht mehr gut. Also Stallone hat ja mal, ich glaube, der ist nicht so beliebt, aber der letzte Rambo, der Last Blood, der ist saugeil. Ich fand den sehr gut, weil, sehr gut die Problematik mit der Grenze zu Mexiko illustriert. Genau. Und warum wir eine Border Wall brauchen. Ja. Ich fand das auch so geil, was dem Film auch wieder vorgeworfen wurde. Er sei ja natürlich das Trumpsche Narrativ, bla bla. Aber ist halt, ich finde halt, diese mexikanische Drogen- und Mädchenhändlerbande ist auch viel zu nett dargestellt. Ich glaube, diese Typen sind halt noch krass. Die sind schon im Film echt. Also im Film sind das schon keine netten Jungs, aber ich glaube, im Realleben sind die halt noch krasser. Und es ist ja nun mal ein real existierendes Problem. Natürlich ist ein Rambo-Film irgendwo Exploitation. Natürlich hat er auch nie kritisch, also nach dem ersten Teil wurde sich auch nicht kritisch mit
Afghanistan und Vietnam und so weiter auseinandergesetzt. Ja. Es ging natürlich darum, dass es knallt. Ja? No das, shit. Genau. Es ist halt Unterhaltung und irgendwo auch vielleicht auch Stallone-Propaganda, ja, dass wie er die Welt halt sieht oder wie er die Message, er hat auch eine Message irgendwo so. Ja, aber es war doch gute Propaganda. Also ich meine, es genau, ist, genau. Ist gute es ist Propaganda. Pro-westlich und pro-USA alles sehr. Genau. Und natürlich, klar, ein paar konservative Werte sind halt drin so. Und sich da jetzt so abzufacken, dass irgendwie die Kartelltypen als gemein dargestellt würden, weil es sind ja nicht alle Mexikaner so und so weiter. Ja, no shit, Alter. Es gibt ja auch gute mexikanische Charaktere in dem Film. Natürlich. Also keine Ahnung, was für ein Achtjähriger muss man denn sein, um das nicht zu verstehen? Ja. Also keine Ahnung. Und selbst als Achtjähriger, als ich auch schon Sylvester Stallone-Fan war, es noch nicht gucken durfte, aber trotzdem irgendwie alles darüber wusste und es sehen wollte gerne, habe ich selbst da... Es war natürlich dann trotzdem mein einfaches Weltbild. Es war halt für mich wunderschön, in den 80er Jahren so ein Weltbild zu haben. Trotzdem wusste ich tief drin irgendwo auch, dass da wahrscheinlich auch irgendwo, selbst als Achtjähriger habe ich schon gerafft, dass vielleicht ein paar Menschen dort nett sind, hinterm eisernen Vorhang. Ja. Oder so. Also genau. das hat schon ja damals meinen Vorstellungshorizont nicht überschritten. Und da halt so ein Ding draus zu machen, das ist ja auch wirklich Weak Woke West in Formvollendung. Sind aber die Dummgestelle. Aber das ist ja auch wieder so typisch. Also wenn man sich das mal anguckt, wie der zweite Rambo, der galt ja als ultra rassistisch. Das ist ja der, wo er im Alleingang noch den Vietnamkrieg gewinnt. Das ist meiner Meinung nach der beste. Es ist nicht nur der beste Rambo, es ist halt meiner Meinung nach der beste Actionfilm der 80er Jahre. Oha. Also das ist halt, ich hab eine Top-10-Liste der besten Actionfilme der 80er Jahre. Platz 1, Rambo 2. Das ist unangefochten. Die kannst du auswendig? Ich kann die auswendig. Platz 1, Rambo 2. Warum nicht? Frage. Ja. Warum nicht Predator oder sagen wir Terminator? Also Terminator ist auch drin. Arnie ist mit zwei Filmen in der Top Ten Liste drin. Aber nicht auf Platz 1. Ich lass dich mal. Platz 1 ist halt wirklich unangefochten Rambo 2, weil der halt ein derart krasses Action-Feuerwerk hat abbrennt, dieser Film. Ich habe den, glaube ich, 30-40 Mal gesehen. Ich liebe diesen Film. Ich gucke mir das war eigentlich einmal im Jahr an. Man muss dazu sagen, es ist der Film, wo Rambo eigentlich Rambo wird. Genau. Weil der erste, das ist ja irgendwie was anderes. Ne? Der ist ja irgendwie sozialkritisch und so weiter. Heimkehrer-Drama und so. Also auch ein geiler Film. Genau. Ist bei mir auf Platz 4 oder 5. Und bei Rambo 2 ist es wirklich so, weil wenn wir heute an Rambo denken, das ist die Version dann, an die wir eigentlich denken. Und natürlich, mehr 80er geht nicht. Vietnam bla und die Kommis und so weiter und so fort und die explodierenden Pfeile und so. Also wirklich, der Traum, also absoluter Kindheitstraum, dieser Film und Dschungel und im Urwald. Und er macht sie alle alleine platt. Das ist natürlich alle alleine. Und er war auch schon der teuerste Film aller Zeiten und der bestbezahlte Schauspieler aller Zeiten. Mit dem Film wurde dann durch Rambo 3 getoppt. Ja. Das ist ein Fun Fact. Aber der hat dann, Rambo 3 war nicht mehr so erfolgreich wie der zweite Teil. Nein, war er nicht, aber er war sehr teuer. Ich glaube, hat 80 Millionen gekostet. Nee, ich glaube, der hat sogar 180 Millionen gekostet. Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall, weil Terminator 2 hat dann 100 Millionen gekostet und hat den abgelöst. Ich glaube, 180 Millionen hat er eingespielt, genau. Das und ich glaube, der Rambo 2 hat, glaube ich, 300 Millionen eingespielt. Also das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Können wir auf Wikipedia nachlesen. Prädikat wertvoll, beide Filme, weil haben ja auch einen erzieherischen Auftrag. Ja, aber trotzdem gab es halt damals Demonstrationen gegen die Aufführung von Rambo 2. Und ich glaube, dass der halt dieses Prädikat wertvoll gekriegt hat von der Filmbewertungsstelle, gab auch in Deutschland massive Proteste. Gab es auch. Das hat den damals schon den Weak Woke West Vordenkern und den Pazifisten und den Amerika-Kritikern damals schon nicht gefallen. Genau. Ja, das war in Deutschland mal ganz wichtig. Das war so in Deutschland immer gegen die USA. Also man hat so in Deutschland so nach 45 immer, wenn demonstriert wurde gegen Krieg und so, war dann so immer, also auf jeden Fall immer gegen die USA. Ganz wichtig. Alles andere war nicht interessant. Kriegstreiber USA, ja genau. Kriegstreiber USA. USA ist ASS, war eine beliebte Parole 1968. Ja, USA, Yankees raus und so weiter. Yankees raus von Slime, genau. Man kennt es natürlich. Genau, und es war auch so, 85 hat dann Reagan Helmut Kohl besucht und beide waren, Reagan mag ich ja eigentlich ganz gerne mittlerweile. Also ich halte den für einen recht fähigen Politiker. Es wäre schön, wenn es mehr solche Typen gäbe. Vor allen Dingen rückblickend kann man es ja wirklich sagen. Das war genau das Richtige. Er hat genau den richtigen Ton gefunden. Ich finde es interessant, dass ich habe mir mal so 80er-Jahre-Cover irgendwie rausgesucht, Spiegel und Stern, die ich so als Kind hatte ich die noch alle so vom geistigen Auge und habe mal gedacht, ich google jetzt mal Reagan und Atombombe.
oder sowas. Gib das mal bei Google Bildersuche und dann kommen diese ganzen Cover. Und es ist tatsächlich so, Donald Trump war schon, die Berichterstattung, muss ich sagen, war schon beispiellos. Also dieses Trump ist Hitler und bla. Ja. Aber die Reagan war eine Vorversion davon. Also das ist nicht aus dem Nichts gekommen, speziell auch bei den Deutschen. Eine Variante davon, eine abgeschwächte, gab es schon in der Berichterstattung über Reagan. Also dreht er jetzt durch und so weiter und so fort. Ne? Also so, genau, wenn einer Schuld am Atomkrieg dann sein wird, dann wäre es Ronald Reagan gewesen. Genau, und auch da gab es schon Ronald Reagan-Hitler-Vergleiche. Also auch da waren die Deutschen froh, dass sie endlich wieder den eigenen Schuldkomplex auf jemanden anderen, auf eine Nation abwalzen können, ohne die es halt, gar keine Demokratie in Deutschland gäbe und gar keine Freiheit, zumindest im Westen. Man muss sich das ja wirklich mal überlegen, je älter ich werde, desto mehr denke ich darüber nach, über meine Kindheit in Westdeutschland. Du bist geboren wann? 88. Ah, dann weißt du es ja gar nicht mehr. Ich bin auch im Osten geboren, ne? Ich bin ja auch wirklich, ich bin ja Osten. Aber selbst das weißt du ja dann irgendwie nicht mehr, ne? Nee, das weiß ich nicht, aber wenn es die Mauer noch gäbe, würde ich jetzt immer noch hinterm Eisernen Vorhang leben, ja. Ja, genau. Genau. Ja. Und ich wäre schon Pech. Als Kind hat man natürlich nicht, es schwebte ständig drüber, ne, klar, das ist ja Westdeutschland, man schrieb es auch auf die Postkarten, wenn man aus Frankreich eine nach Hause schrieb oder so, aus dem Zeltlager. Und es war ihm ständig klar und auch dieser kalte Krieg, diese atomare Bedrohung, so, dass das so drüber, das schwebte dauernd so drüber. Trotzdem hat man da nicht jede Sekunde dran gedacht, aber es war halt, was es war. Und als Kind, es ist ja auch richtig so, hat man es natürlich völlig als selbstverständlich genommen, komplett selbstverständlich, noch gar nicht so lange nach dem Krieg. Als Kind sind 40 Jahre natürlich viel, weil das kann man gar nicht begreifen, wie lange, ne, wenn man irgendwie 8 Jahre alt ist, was bedeuten jetzt 40 Jahre oder sowas, ja? Das war ich dann irgendwie, keine Ahnung, 1986 oder sowas war ich 8. Aber das ist natürlich nicht lange. Und dass ich irgendwie so aufgewachsen bin mit Mickey Mouse und McDonald's und so weiter und dass das halt völlig normal war, dass wir alles hatten, also wirklich alles, das wurde mir wirklich die Jahrzehnte danach eigentlich erst bewusst und heute denke ich da tatsächlich sehr viel dran und da werde ich den Amerikanern mein Leben lang dankbar für sein, dass die uns das ermöglicht haben, so, ja. Also, und ich habe damals aber auch schon diesen Vibe gekriegt, diesen Weak Woke West Vibe, diesen, ja, und Yankees raus und eben immer dieses motzige, aufmüpfige, dieses patzige und dieses, dass man eigentlich sich darüber beschwert noch. Es ist ja auch sowieso alles keine Kultur, Mickey Mouse und McDonald's und so weiter, ne? Und, diesen Vibe gab es damals auch schon von den Grundschullehrerinnen und so weiter. Also im Prinzip so diese Version von allem, was wir jetzt haben, das ging damals eigentlich alles schon los. Das ging schon los und das kam natürlich wie immer aus der progressiven Ecke der Gesellschaft. Genau. Also vielleicht aus Schlau. Aber auch aus der linksradikalen Ecke. Also wie gesagt, so 85, als dann Reagan und Kohl sich in Bitburg getroffen haben, auf einem Friedhof die Versöhnung begangen haben, wo halt Waffen-SS-Mitglieder halt begraben sind und zwar nicht gerade wenig. Da hat auch die deutsche Linke gegen den US-Imperialismus demonstriert, während die Ramones beispielsweise Bonzo Goes to Bitburg gemacht haben, einer der geilsten Punk-Songs aller Zeiten. Und Slime hingegen sang dann, die sangen nicht nur Yankees raus, die sangen auch noch so andere schöne Texte, wie sie sind wie Kannibalen, sie fressen die Völker auf, Politik der Stärke, der Mörder sitzt im Weißen Haus. Das war auch noch ein Song von Slime. Joey Ramone, widerlich, ist mein Lieblings-Ramone. Ich weiß nicht, bist du da so ein bisschen im Bilde? Ich war nie so ein riesen Ramones-Fan. Ich habe erst in den letzten Jahren tatsächlich angefangen, mich mehr reinzulesen und reinzulesen, die Geschichte und auch in die Musik mehr reinzuhören. Als ich selber Punk war, war ich nie so ein großer Ramones-Fan, wenn man jetzt einfach, weiß ich nicht, Ich war mehr der Britpunk-Fan halt. Ach so, nee, ich überhaupt nicht. Ich immer USA. Sex Pistols und Clash und das waren halt meine Bands. Ach so, nee, bei mir war immer USA, also für mich, also ne, immer von jeder britischen Version gibt es ja eine amerikanische, also für mich wären es immer die Ramones vor den Sex Pistols gewesen, weil es einfach so es ist eigentlich Rock'n'Roll, ne? Und das sind dann irgendwie so ein paar jüdische Jungs aus Queens oder so, die irgendwie auf Rock'n'Roll gemacht haben, aber irgendwelche Kabelarme waren so, und sich dann so die Sonnenbrillen und die Lederjacken angezogen haben und das ganze Ding und New York und so weiter. Also das finde ich, hat schon was. Und der Joey Ramone vor allen Dingen, der war sehr konservativ.
Genau, der war Reagan-Fan, genau. Durchgehend Ronald Reagan-Fan, ja. Und hat das total gefeiert. Und das, die Biografie, die kann man lesen wie eine Tüte Chips, Commando heißt die, ja. Die empfehle ich. Das ist meine Lieblings-Ramones-Biografie, weil da erzählt er das einfach alles, was er für ein hemdsärmeliger Typ einfach so ist. Und ich habe das auch spät erst gefeiert. Und ich rückblickend denke ich mir auch so, eigentlich sind das so die absoluten Ehrenleute. Also er hatte einfach im Prinzip eigentlich westliche Werte gehabt. Und auch so Freiheit so, ne? Und war dann auch so damit ein Contrarian in der eigenen Szene, teilweise in der eigenen Band, weil er, glaube ich, mit Joe Ramone da Krach hatte, weil der war irgendwie Kommi. Aber das hat man sich dann so gelassen, gegenseitig. Aber ja. Die Ramones waren keine durchgehend progressive Band. Das waren irgendwie so aus gutem, okayem Mittelklasse, Elternhaus, irgendwelche Jungs aus Queens, so, ja. Und das wollten die auch haben. Die wollten ihre kalte Coca-Cola trinken und genau. Das war übrigens geil. Auch was. Das ist eine ganze Seite. Das ist eine ganze Seite in dem Buch. Ich glaube, sie waren, als sie das erste Mal in Deutschland waren, war er so schockiert, Joe Ramone, weil er war an irgendeinem Rastplatz und hat sich dann irgendwie, was weiß ich, ein Steak und eine Cola bestellt oder was, ja. Und dann hat er eine warme Cola gekriegt von den Westdeutschen. War schon eine richtige Cola, halt, Coca-Cola halt, aber war warm. Und dann hat er sich Eis gewünscht. Und dann kam die Bedienung an und hat ihm da einen angelutschten Eiswürfel in die ultra-deutsch-geizig da reingemacht. Und er kam nicht klar. Und das ist eine ganze Seite in seinem Buch. Und danach war der fertig mit Deutschland. Der kann mochte Deutschland gar nicht mehr, kann Deutsche nicht leiden. Ja. Das war das Erlebnis, wo er gemeint hat, ey, kannst du komplett vergessen, das ganze Land. Aber ich fand es halt auch so geil. Ja, das klingt auf jeden Fall richtig sympathisch. Ich fand's aber das war, da ist aber auch alles drin. Dieses Deutsche, damals auch schon so komisch sparen mit der Energie und so weiter. Also so, und jetzt ein Eiswürfel reicht doch und eigentlich braucht man auch gar keinen und so weiter. Ja. Wenn er nichts sagt, kriegt er auch keinen und so. Genau. Ja. Aber das ist zum Beispiel, also genau dieses Born So Goes to Bitburg, das finde ich auch einfach geil. Das ist einfach einer der wenigen politischen Songs der Ramones. Und dann ist es halt aber auch wirklich so, gerade weil ja die Hälfte der Band halt Juden waren und auch pro Reagan waren, war ja diese Enttäuschung so groß. Er singt es ja auch in dem Song, wie dass es im Fernsehen gesehen hat, wie halt Bonzo halt mit Helmut Kohl halt auf den Gräbern der Waffen-SS-Leuten sich die Hände schütteln und dann muss er sich erstmal besaufen in der Kneipe, weil er da gar nicht fassen kann, was Reagan da gemacht hat. Mhm. Und das fand ich halt so, jetzt bist du gerade weg. Jetzt bist du wieder da. Ja, jo. War ich schon wieder weg, okay. Bonzo, wir waren bei Bonzo, also dieser, wie sie das so singen, so, ne? Genau. Ja. Also, ich lieb's, weil es halt auch einfach, es zeigt halt, dass man auch einfach mal mit etwas Spaß haben kann. Oder dass man auch einfach mal irgendwie etwas, dass etwas einfach auch unterhaltsam kommentiert werden kann. Das ist eh mein Hauptproblem mit den Deutschen. Ich glaube sogar unter unserem letzten bei YouTube, irgendjemand schrieb, irgendwie Christian Schneider ist ja nur unterhaltsam oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Art. Ja, ja. Wo ich mir denke, das ist doch auch schon wieder so typisch deutsch, oder? Also das ist ja für mich eigentlich ein Kompliment, weil das wäre doch so schön, wenn man einfach mal mit etwas Spaß haben könnte. Wenn man nicht immer alles zerreden muss und noch 8 Disclaimer davor und dann irgendwie und dann irgendwie ein Witz, der aber nicht witzig ist und der darf auch nicht witzig sein und eigentlich muss es, und man darf auch auf keinen Fall übertreiben oder irgendwie sowas, ja. Genau. Und ich denke mir dann so, holy shit, Alter, da sitzt jemand und hört sich das an und anstatt sich zu freuen so, dass es so unterhaltsam ist, kriegt man das dann so in Deutschland direkt, weil es ist dann natürlich auch nicht schlau und das ist ja sowieso das Schlimmste. Genau, und auch verkürzt. Ist auch verkürzt wahrscheinlich, weil ich glaube, nicht reflektiert, nicht differenziert. Genau, das nervt halt auch. Es gab aber zwei Kommentare. Es gab einmal dieses, Christian Schneider, unterhaltsam, aber irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. Es gab eindimensional, glaube ich. Unterhaltsam und eindimensional. Aber ich bin doch der wirklich... Kritik mit Christian Schneider, eher wohl unterhaltsam und eindimensional. Nicht. Also, ist okay, das eindimensional war die eigentliche Beleidigung. Ach so. Weil wer sich noch ein bisschen mit mir beschäftigt, holy shit, ob ich wohl nicht eindimensional bin. Tja.
Also ich bin wirklich ein sehr facettenreicher Mensch. Es wurde aber auch gelobt, zum Beispiel. Dass ja, natürlich. Das ist in einem anderen Kommentar hieß es auch hier, wow, der Christian Schneider, der hat ja das, was genau. allen anderen Leuten abgeht, genau. nämlich Humor. Nämlich Humor. Genau, das, ja, das finde ich auch. Aber das ist, und das so, als um den Kreis zu den Ramones zu schließen, ja. Das mir fehlt es halt komplett, egal wo man, in welche Ecke des politischen Spektrums man guckt in Deutschland, es ist alles immer ernst, the left can't, all man's can't meme, es muss immer, und wehe, man macht sich verdächtig, wenn man, wenn du versuchst, witzig, also, oder wenn du witzig bist oder unterhaltsam, dann wird es wortwörtlich genommen und dir wird ein Strick daraus gedreht. Deswegen gibt es halt in Deutschland auch keinen guten Humor. Also weder im politischen Kabarett, da schon gar nicht. Angst, aber sich was zu trauen, genau. Genau. Beziehungsweise, wenn man sich was traut, ist das halt so doof. Also das ist dann halt so, weiß ich, so Kristall oder so. Das ist halt auch nicht witzig. Und das ist halt auch nicht ja. Also das ist halt auch einfach nur doof. Eigentlich finde ich aber ein Mario Barth fast lieber. Ich muss tatsächlich auch sagen, Mario Barth, ich habe den natürlich früher, man musste den natürlich... Ja, man musste, finden. Aber das ist doch auch so ein deutscher Tribalism der Schlauen. Irgendwie ja, so. Klar. Dieses Herabgesehe darauf, auf Leute, die einfach irgendwie vielleicht nicht schlau sind, so wie die anderen, was weiß ich, die guten und die schlauen Deutschen, und die einfach Spaß haben möchten, genau, wenn die irgendwie mal irgendwo ausgehen und dann halt, okay, kennst du, ja und? Dann lass die doch einfach mal ein bisschen über blöde Alltagsbeobachtungen lachen, die auch klischeemäßig sind. Ja, es ist halt witzig, dass Männer so und Frauen so sind und jeder kennt's, und dieses Hochnäsige darauf herabgesehe, dass das irgendwie nicht sophisticated genug ist und so weiter, und dass man irgendwie, dass er von so Volker Pispers klatschern. Ich wollte gerade sagen, genau. Also Mario Barth ist halt die Bild-Zeitung im deutschen Humorbetrieb. So, alle hassen den. Ja, aber das sind dann halt die Leute, die sich halt so elitär über den und der seine Fans halt stellen, sind dann halt so Leute, die halt so Hagen-Rether geil finden. Ja, Hagen-Rether, also, Hagen-Rether ist halt, und Neues aus halt, der Anstalt. Und das genau, ist halt, Anstalt, Mitternachtsspitzen, Böhmermann, Oliver Welke, das ist halt alles genau, nur das ist halt lustig. Durch also, und ist durch, halt auch nicht ja, nicht nur das, es ist durch und durch antiwestlich und wird dann beklatscht von so Staatsadligen, denen es an nichts fehlt. Es an nichts fehlt und denen, die auch nie irgendwas hier zu befürchten haben, wenn irgendwas eingeschränkt wird oder sowas. Ja, aber guck dir doch mal an, wer in Deutschland im Humorbetrieb als kontrovers geht. Das sind dann Leute wie Dieter Nuhr. Der geht als kontrovers, obwohl Dieter Nuhr, ich finde... Das ist ein ganz normaler Liberaler. Average FDP-Typ, der so ein paar witzige Sprüchchen bringt. Ja, der hat mal irgendwie was gegen den Islamismus gesagt und so und macht da auch Witze. Ja, weil er liberal ist, hat da auch, aber er muss halt auch wirklich in jeder Show, muss auch er sich halt, es kommt immer mindestens ein ganz Segment darüber, wie doof die AfD ist und wie doof die Querdenker sind. Aber verstehst du, er muss es tun. Er muss es tun. Genau. Und sogar der geht ja schon als total kontrovers umstrittene Persönlichkeit, wo ich mir denke, das ist doch total harmlos, was der macht. Genau. Also wo ist das denn edgy? Pass auf, Philipp, wir leben in einem Klima, in dem eine Regierungspartei, die mit den Grünen und den Roten koaliert, mit den Sozialdemokraten und den Grünen, und die sich ständig bei jeder Abweichung von dieser Linie mit AfDP bezeichnen lassen muss. Aber es ist eine Regierungspartei mit Rot-Grün. Verstehst du? Und sobald die mal irgendwie sagen, könnten wir da nicht mal hier so ein bisschen liberal oder so, hast du sofort in Deutschland trendend den Hashtag AfDP. Das ist einfach die Situation. Also das ist einfach ganz klar. Also vor allen Dingen AfD, juckt die überhaupt noch jemand? Das finde ich ja eigentlich fast krass, weil in Deutschland ja alles, es gibt ja eigentlich gar keine Opposition, außer denen halt. Ja. Aber die finden ja auch gar nicht statt. Also die spielen keine Rolle. Oder spielen die eine Rolle? Nein. Vielleicht bin ich auch so out of it. Aber die AfD spielt. Also sie kriegen da ihre paar Mandate so. Das ändert ja nichts. Sie haben ja keine reale Macht. Also vielleicht auf kommunaler Ebene oder so. Also man müsste ja jetzt aber meinen. Man würde ja meinen, dass in Deutschland das dann so irgendwie, dass das so eins volle Pen ist oder sowas. Ja, ja. Aber da sind wir ja nicht annähernd.
Nein, da werden wir auch nie hinkommen. Ja, Also, also es ist deswegen halt. ist er, und alle anderen haben die gleichen Meinungen. Also alle, die CDU will halt auch Windkraft. So, und die FDP, sobald die mal den Finger hebt, heißt Hashtag AFDP. That's it. Das ist Ja, Deutschland. das Verrückte ist ja, es kann sich ja auch gar keine vernünftige Opposition, also von mir ist auch eine konservative oder eine Geht liberal-konservative nicht. Opposition, kann sich an sich nicht durchsetzen. Das ist ja völlig unmöglich, weil diese Angst in Deutschland als rechts zu gelten, obwohl man vielleicht gar nicht rechts ist, sondern vielleicht einfach konservativ ist. Ich würde sogar sagen, dass nicht, dass jetzt, ich glaube halt, das random AfD-Bezirkskreistagsmitglied ist, glaube ich, eher Ja. dran an der CSU vor 40 Jahren als an der Ja. Also ich NSDAP. würde sagen, Ne? an der Also, aber CDU vor diese 20 Jahren Angst, vielleicht diese sogar. Angst, genau, also Ja. CDU, CSU vor 20 Jahren, Weißt du, das ist für Merkel, mich der Großteil der AfD. es gibt so ein Aber Zusammenschreiben diese von Angst, als Merkel. rechts zu werden, ist so groß in Deutschland, dass sich da niemals irgend so eine, auch Ja. eine liberale oder eine konservative Opposition bilden kann. Das wäre völlig. Liberal schon, Nee, liberal schon, auch das das muss ist man ja sich schon mal überlegen. verpönt. Ja, Das ist ja genau. schon völlig verpönt. Also, es gibt es gar nicht. Also, auch so dieser Genau. Begriff rechts ist halt so, in den USA hat rechts einen ganz anderen Klang. Da ist es halt republikanisch und Ja, die rechts ist sagen halt. halt eben aber auch eher konservativ dann so, ne? Genau, aber das ist halt, aber in Deutschland ist ja das wird halt automatisch halt immer in die Wobei Kategorie auch, ja. Nationalsozialismus oder Faschismus gepackt. So. Deswegen Natürlich, kann sich klar, so eine wir, die USA Opposition. haben eben auch diese Geschichte nicht. Ist ja Nee, klar, ne? genau. Aber Aber das ist natürlich auch, sie ja, machen es da auch. es ist aber auch enorm verharmlosend, halt immer die AfD, also immer mit dem NS zu kommen. Also das ist eine derart eklatante Verharmlosung des Unabhängig Nationalsozialismus. davon, wo sind die, wer sind die? Ich krieg von denen in meiner, in, es, ich krieg von denen nichts mit. Nö, Also, wenn sie halt faktisch nicht existieren, außer vielleicht jetzt in irgendwelchen genau. sächsischen Dörfern oder so, wo sie Ja, vielleicht, also ja gut, aber sonst, sie also gestalten hier nichts mit nee. und finden nirgends statt. Aber der Rechtsruck, das ist natürlich, Genau, das ja. ist danke, Das finde ich, Böhmi, danke, ja, Apple. genau, das finde ich auch, das muss man sich wirklich, also ich lebe ja nun in der sehr linken Stadt Leipzig und Connewitz geht ja so als Trutzburg. Connewitz kennst du ja aber auch, weil, ja klar, du warst ja auch schon mal da. Und Ja, mit dem Connewitz Thomas geht ja so Ecke. als, genau, Das genau, war, der da war ich Ecke. das letzte Mal betrunken. Der hat mir original diesen ostdeutschen Gurkenschnaps. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Ich war eigentlich schon 2 Monate, trank ich nicht mehr und ballerte ich nicht mehr. Oder 3 irgendwie so. Und der Thomas Ecke hat mich unter Gruppenzwang gesetzt. Und dann habe ich, dann konnte ich, es ging nicht anders, ja. Und dann habe ich mich besoffen. Thomas Ecke, falls du das hörst, er hat mich tatsächlich Mit auch Filmriss. angeschrieben nach dem letzten Podcast, den wir zusammen gemacht Ecke, haben. ultra geiler Typ. Er hat Ey, mich weißt du was? angeschrieben, aber genau, wir wollten uns da nochmal treffen, das hat dann aber nicht geklappt. Das ist wirklich, der ist wirklich vom Allerfeinsten, Ossi, Sachse, richtig OG. Ja. Und da sage ich jetzt mal kurz was, ob ich dich wohl da unterbreche. Aber ich komme in den Wilden Osten und zwar Ende Mai. Also quasi in, ist er jetzt noch da? Ist er schon wieder weg? Lieber Da ist Christian, er, da ist er, da ist er. ja, war ich Hast jetzt du weg oder warst du gehört? weg? Ich habe dich 10 Sekunden Nee, nicht ich bin ja gehört. immer da, ich bin ja hier. Also bei Okay. mir läuft weiter. Ich habe dich nicht Also, gehört. Gut, dann musst genau, du es leider weil jetzt nochmal wurzt er machen. mich aber eigentlich geil, Ja. nämlich ich komme in den Osten. Du kommst in den Osten. Ja, in einem Monat. Und wohin? Zunächst nach Dresden, aber dann wollte ich weiter nachreisen nach Berlin, aber ich habe ein paar Days off auf meiner Tour, weil die Person, die ich in Berlin treffe und wo ich auch leben werde, die kann erst so. Dann 3 Tage später oder sowas, dann dachte ich, wir könnten ja nochmal einen Knick über Leipzig machen. Was sagst du dazu? Ist nicht weit weg von Dresden, also Was sagst du schon. dazu? Ich nehme einen Feldrekorder mit. Ja. Ecke, Adestanza, Connewitz, Follow Me Around, Man on the Street Podcast im Mai. Bei richtig gutem Wetter Ja. und genau, Deutsch, irgendwie Großdeutsche. Nein, schneide ich raus. Ost-Westdeutsche Unity, ja. Ja. Verbrüderung vor Ort. Vor Ort? Ja. Mach, Ja, machen genau. wir, machen wir. Sag Genau. Bescheid, Keine sag Sorge, Bescheid. ich will nicht bei dir auf dem Sofa pennen, aber es, wie geil wird's, oder? Sag Bescheid, dann nehme ich mir Kinder frei und ich dann glaube, machen irgendwie wir. so 22. oder sowas. Ach Ecke, ja, wenn du es hörst, schreib mir. genau. Oder ich schreibe dir. Ja, sorry. Du sagst, da ist ja auch, wolltest du eigentlich irgendwas erzählen gerade? Ich wollte eigentlich nur sagen, Ecke, genau, wir haben, der hat sich auch bei mir gemeldet nach unserem letzten Podcast, und hat dann nicht geklappt mit dem Treffen, aber ich bin, heute ist es zwar Dienstag, aber wenn du es hörst, ist es Donnerstag, ich bin heute Genau. Abend im Coney Island, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, Schöne aber Grüße. Was genau, gibt's da? falls du, heute, da gibt es so eine Buchvorstellung, die ziehe ich mir rein, genau, aber Ecke, falls du es hörst, ich bin heute Abend im Coney Island, wenn du Bock Ja hast, gut, also komm rum. vorgestern, Ecke, falls du es hörst.
Er war vorgestern im Coney Island. Nein, nein. Ach nee, heute. Ah, okay. Heute, ja, am Donnerstag. Heute Abend, Thirsty Thursday im Coney Island. Komm rum. Genau. Kommt alle hin und sagt Philipp Hallo und sagt Etavox Ehrenfeld, beste Leben. Genau, ja. Du bist ja auch wirklich, du ziehst ja gerne mal um, ne? Gerne nicht, aber ich bin heute. Du meinst ja schon Hamburg Shithole, da hast du gelebt und. Ja, genau. Ich bin dann nach Lübeck zurück und habe da sehr lange gelebt und bin aber auch im Schnitt immer so alle 2 Jahre umgezogen. Also ich bin auch in Lübeck immer selber. Aber vor was läufst du weg, Philipp? Das sind immer so die Umstände, die ergeben sich dann. Dann werde ich mal Vater und muss dann irgendwie mit meiner damaligen Freundin dann zusammenziehen oder was weiß ich. Da wohnt man in der WG und dann löst sich die irgendwie auf und dann muss man da umziehen oder so. Genau. Ich wohne seit letztem Jahr Herbst in Leipzig oder spätsommer Herbst. Ich muss aber auch in einigen Jahren aus der Wohnung wieder raus, weil mein Sohn dann in die Schule irgendwann kommt und dann brauchen wir eine größere Bude. Also muss ich leider wieder. In einigen Jahren, wer weiß, was bis dahin schon enteignet wurde und so weiter. Ja. Und genau, oder ob es überhaupt noch Schulen gibt vor Ort oder ob es dann nur noch Zoom-Meetings gibt im Metaverse. Also erstmal abwarten, ne? Genau. Wir leben im Hier und Jetzt. Ich würde gerne noch deine Top 10 weiterhören eigentlich. Ich habe es ja extra noch aufgeschrieben, damit wir es nicht vergessen, weil wir komplett von abgekommen sind. Die Top 10 Actionfilme der 80er Jahre. Und danach können wir gerne auch ein bisschen mehr so in den cineastischen Bereich einsteigen. Mhm. Also Platz 1, Rambo 2, bester Actionfilm der 80er Jahre. Platz 2, Terminator. Platz 3, Stirb langsam. Platz 4, Rambo 1. Platz 5, Mad Max 2. Das geht schnell. Ja, okay. Ich kommentiere dann gar nicht. Ja, okay, dann hau einfach raus. So, ich glaube, wenn du es kommentierst, dann komm ich nie zum Ende. Sondern machen wir Pech. Platz 6. Okay, mach. Platz 6, die Klapperschlange. Platz 7. Nicht gut gealtert, finde ich. Aber Findest du nicht? Ich habe mir den vor kurzem mal angeguckt, ich finde den immer noch saugeil. Okay. Platz 7, Phantomkommando. Es ist wirklich One-Liner-Gold. Genau. Und dann mit diesem Freddie Mercury on Roids, ne? Geil, ne? Geil. Bennett. Bennett heißt er, den er nachher am Ende mit diesem Rohr da erledigt. Ja. Aber ich glaube, meine Lieblingsszene ist das, wo er, glaube ich, den wie ist denn der Typ, dieser blonde, schmierige, kleine Ganova, das Sonny oder so, den er dann so kopfüber so einer Brücke. Das Geile an diesen Filmen ist, dass man die ja als junger Mensch alle auf Deutsch sah. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin ja ein bisschen älter. Wir mussten früher sowohl Bücher als auch Filme, man musste nehmen, was man so kriegte. Es gab ja, und es war dann im Kino meistens Deutsch und in der Buchhandlung meistens auch Deutsch. Sonst musste man es irgendwie bestellen oder so. Und wenn man die jetzt nochmal guckt und nochmal auf Englisch guckt, ist das nochmal so ein bisschen so was Neues. Also das kann ich empfehlen. Mache ich tatsächlich auch, weil ich mir die auch nach und nach alle kaufe, die Filme. Und die letzte Anschaffung war dann auch die Rambo Quadrologie. Nee, wie nennst du bei 5? Keine Ahnung. Ja, aber alle sind alle, ich habe den dritten, weigere ich mich immer nochmal zu gucken. Irgendwie vom Vibe dieses, da Afghanistan fühle ich Habitat gar nicht. Also das ist gar nicht meine Kulisse. Diese geile Guerilla-Action, die Stallone in Rambo 1 und 2 halt macht, das fehlt da halt komplett, weil es da diese Locations in der Wüste und Berg. Aber vierte ist schon wieder ultra geil. Der vierte ultra geil, den habe ich auch vor ein paar, den habe ich letztes Jahr nochmal geguckt und ich habe den mal geguckt, als der rauskam, ich glaube im Kino damals sogar, und da war der noch uncut und danach ist der, glaube ich, sofort auf dem Index gelandet nach kurzer Zeit. Und ich habe ihn dann letztes Jahr auch nochmal uncut gesehen und Junge, Alter. Da gibt es auch ein gutes, brutales Review, was so Kult ist. Kennst du das? Nee, aber ich weiß, Brutales weiß ich, wer das ist. Aber Brutales ich kann das Review nicht. War quasi das Alter Ego von Big Mike. In der Hardcore-Zeit, bevor er, bevor er quasi Big Mike wurde. Ich gebe jetzt mal einfach ein Brutal. Da sind auch Sachen drin, die mal. Ja, Brutales schaut Rambo 4. Möchtest du es hören? Das ist so ein Klassiker. Ja, wenn ich danach noch die letzten drei, Platz 8, 9, 10 machen kann. Selbstverständlich. Weil wir gerade bei Rambo waren, ja? Also Brutalis hat damals zu Forenzeiten, vor Social Media, schon die Leute sehr begeistert und diese Kommentare. Poison-Free-Zeiten vielleicht? Poison-Free, genau. Ja, da war ich auch mal da. Da war er so populär schon, dass er quasi, seine Threads von damals sind so legendär, dass die heute noch auf Reddit gerepostet werden. Ja, gibt auch immer wieder Leute, die dann irgendwann merken, dass das derselbe Typ ist. Hm. Und für die dann nochmal so was für ein Plot-Twist. Ja, also nochmal so ein ganzes neues Universum aufgeht
Willkommen an Bord. Also, Brutalis schaut Rambo 4, heißt der Thread. Jesus und Maria, 10 Ausrufezeichen, also mit Schreitaste an. Jesus und Maria, 10 Ausrufezeichen. Dieses Kinoerlebnis muss ich als Gesamtabenteuer schildern, alleine um mir selbst zu beweisen, dass es kein Traum war. Nachdem ich wochenlang nur noch auf diesen einen Film gewartet habe, täglich morgens, mittags, abends und vor jeder Trainingseinheit die Trailer angeschaut habe und grundsätzlich sowieso nur noch mit Slys Gesichtslähmung rumrannte, war es Samstagabend endlich soweit. Mit einer Bande Kumpels ging es ab ins Utopolis nach Luxemburg, das größte und geilste Kino, in dem ich Bauer je war. Es war die Hölle los. Mit 4 Mann waren wir aus Saint-Louis angereist. Ein weiterer Kumpane aus 4 sollte schon da sein. Das Rambo Chapter Koblenz war offenbar ebenfalls noch nicht angekommen. Da checkten wir plötzlich, dass Rambo bis auf einen einzigen Platz ausverkauft war. Am Boden zerstört stand ich mit offenem Mund da, starrte ins Leere und musste mit ansehen, wie Dutzende von 50 Kilo leichteren Jungs und noch schlimmer, unzähligen Frauen, 3 Ausrufezeichen in Klammern dahinter, die ein Ticket hatten, ins Kino strömten. Doch dieser dunkle Moment wurde schnell unterbrochen, als die 3 Koblenz-Boys eintrafen, alte Heimat. Es wurde abgechuckt und wir kotzten uns aus über den ausverkauften Kinosaal. Ich wollte schon den ersten Spargeltypen mit Brille quer durch den Kinovorsaal werfen, aus Rage, als mir bewusst wurde, dass einer der Koblenzer 8 Kinotickets für Rambo in den Händen hielt. Mein Adrenalin stieg sofort wieder auf Maximum und ohne zu warten oder zu denken, ging es auf in Richtung Vorführsaal. Geschissen auf das eine Ticket, das für den Jungen aus Trier reserviert war, so kann ich es mir zumindest auf 2 Plätzen bequem machen. Als wir den Saal betraten, waren tatsächlich fast alle 500 Plätze besetzt. Die Leinwand war circa 10 Meter groß, vielleicht auch 20, keine Ahnung, größte Scheiß-Leinwand ever jedenfalls. Wir nahmen mit dem ganzen Team in der ersten Reihe Platz und erst da wurde mir bewusst, dass es endlich soweit war. Dann ging es los. John Rambo dauerte auch nur wenige Sekunden, bis er, es dauerte auch nur wenige Sekunden, bis der erste Mensch explodiert ist. Von da an war der Film pure Power. Als John Rambo das erste Mal ins Bild kam, gab es den ersten Applaus. Ab dem Close-up auf Slys ultramassiven, definierten Unterarm kochte das Testosteron in meinem Blut. Stallone ist mit Abstand der breiteste Typ in dem Film und beweist ganz klar, dass Steroide für jeden Mann über 40 Pflicht sein sollten. Nach etwa 20 Minuten hatte der Film seinen ersten harmonischen Moment, der keine 3 Sekunden dauerte. Da schlägt auch schon eine fette Bombe ein und die nächste Innereien und Gliedmaßen fliegen durch den Dschungel. Wahnsinn! Das Feindbild ist schnell generiert. Der Film hat ja auch einen politischen Anspruch und schildert die Zustände in Bimbonesien oder wo er spielt, wohl sehr realistisch. Also Telefonstreich. Der Hass auf die China-Nazis war bei mir jedenfalls am Höhepunkt, als Rambo zum ultimativen Massaker der Filmgeschichte durchstartet. Im spannendsten Moment des Films taucht Rambo unerwartet auf, sein Nacken und seine Deltas füllen die komplette Leinwand. Mein Testosteron ist am Siedepunkt. Von da an war ich etwa 20 Minuten lang einfach nur high. Der Film hat keinen einzigen peinlichen, langweiligen oder überflüssigen Moment. Die Action-Szenen toppen an Gewalt und Stumpfsinn, alles bisher Dagewesene. Als der Film nach 91 Minuten leider zu Ende war, wollten wir zuerst noch eine Kneipenschlägerei anfangen in der Kinokneipe. Leider mussten die Koblenz-Kids aber nach Hause. Wir gingen dafür nochmal in den Film, in die 0-Uhr-Vorstellung. Diesmal war das Kino nur halb so voll und wir nahmen genau in der Mitte Platz. Auch beim zweiten Mal hatte ich nonstop Gänsehaut. Und wir waren auch diesmal nicht die Einzigen, die bei jedem zermetzelten Thai-Fascho jubelten und lauthals rumbrüllten. Danke, Stallone, für dieses uneingeschränkt perfekte Meisterwerk. Ich werde auf jeden Fall noch einige weitere Kinovorstellungen besuchen, auch die geschnittene deutsche Fassung und alles an Merch zu diesem Film kaufen, was ich finde, um die Steroidkuren von Sly bis an sein Lebensende indirekt mitzufinanzieren. Danke, Stallone, danke, Laban, fuck the world. So. Bitte, ich übergebe das Wort wieder an dich. Ja, schöne Review. Ich habe den... Politischer Anspruch auch drin wieder. Wie in allen John Rambo-Filmen. Ja. Ich weiß gar nicht, in Burma oder so. Burma, genau. Auf jeden Fall hat Stallone da irgendwie so einen Bürgerkrieg rausgekramt, von dem halt noch nie jemand irgendwas gehört hatte. Ja. Also hätte auch ich glaube, es ist die Grenze zu Vietnam und irgendwie gibt es nur so eine grüne Grenze und keiner weiß,
Irgendwie 10 Kilometer in die eine Richtung oder die andere Richtung, man ist da im Niemandsland. Auf jeden Fall war das, es gab da, das habe ich da mal gelesen, es gab ja so eine Militärjunta, die da sehr hart waren, die da sehr, sehr, ja, also sehr kompromisslos waren, was so der Umgang mit Opposition und Bevölkerung betraf. Und da gab es irgend so einen Spruch von Stallone. Ich glaube, das war: Habt ihr Waffen? Ohne Waffen werdet ihr gar nichts erreichen. Ich weiß nicht mehr, wie das ein O-Ton war. Ich habe den, glaube ich, auch nur auf, habe Geht den raus zweimal an alle gesehen, nur auf Deutsch. Pazifisten. Genau, und der Spruch galt dann irgendwie so als ikonisch halt in dieser Widerstandsbewegung, gegen diese burmanesische Militärjunta. Ich glaube, die ist auch ein Jahr Oha. später gestürzt worden. Also es hat tatsächlich auch politischen Einfluss gehabt, dieser Geil, Film. geil. Genau. Auf jeden Fall Rambo 4, würde ich sagen, das ist, glaube ich, der krasseste Rambo-Teil. Wobei ich auch sagen Ja. muss, die Gewalt in Teil 5, obwohl das nicht so ein Gemetzel ist wie in Teil 4, ist auch nicht von schlechten Es Eltern. Also kommt diese auch erst, Szene. aber erst am Ende. Aber es hat sowas, der Film hat Ja, sowas es von gibt auch Kevin zwischendrin allein diese zu Hause so ein Szene. bisschen, Es ne? gibt die Szene zwischendurch, wo er halt diesem Typen halt hier das Schlüsselbein bricht. Junge, Alter, das ist ja. Ich glaube, Ist ich habe fast gut. gekotzt bei dieser Vielleicht, ich Szene. guck den heute Abend noch mal. Rambo 5, ja, lohnt Ja. sich. Aber ich liebe auch das Ende. Also genau, der Ich ist ja liebe eigentlich auch, relativ dass er ruhig. aber auch so zwischendurch so mit Cowboy-Hut und Genau. Pendleton-Shirt und so weiter, also jetzt Genau. so Holzhirn, so auf seine alten Tage. Genau. 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 Also John Rambo auch immer Stilikone. Genau. Ja, genau. Rocky eigentlich auch. Rocky auch, aber Mit dem Rambo ist Pork auch. Pie Hat und dem Parka und so weiter. Also immer gut gekleidet. Stallone immer gut gekleidet. Im Gegensatz zu City Cobra Schwarzenegger. auch. City Ja. Cobra auch. Ja, Ja, genau. City Cobra Ultimate, also diese Sonnenbrille Ja, und halt das dieses Streichholz im Henley-Shirt, Mund und genau. wobei ich die Szene in City Cobra, Sergeant Cobretti. Marion, Marion Marion Cobretti, ja, Cobretti, mit ja. dieser geilen alten 50er-Jahre-Karre, aber ich glaube, meine Lieblingsszene ist das eigentlich, wo er diese Pizza nach Hause kommt, die Weißt du Sonnenbrille eigentlich, nicht dass ich das abnimmt. meine ganze Jugend und als junger Erwachsener immer gemacht habe, deswegen? Pizza mit einer Pizza Schere mit der Schere zerschneiden. geschnitten. Einfach nur so Pizza ein mit der Stück. Schere geschnitten. Ja. Großartige Absolut, Szene. absolut. Großartige Habe ich von Szene. Marion Cobretti gelernt. Etherbox Ehrenfeld Vordenker. Ich habe Platz 8 tatsächlich ist ein Film, der ist nicht so bekannt aus den 80er Jahren. Actionfilm, auch von Cannon mit John Voight und Eric Roberts, dem heute total unbekannten Bruder von Julia Roberts. Und der heißt Runaway Train. Auf Deutsch hieß der irgendwie Express in die Hölle oder so. Kennst du den? Der ist von 1985. Der ist Nee, saugeil. Der ist sag mir, saugeil. also Der beide war, glaube Schauspieler ich. kenne ich natürlich. Der war sogar, ich glaube, der war John Voight sogar. auch ultra auergeil und ich glaube Eric Roberts auch. Ich Ich weiß gar nicht, glaube, was der seine jetzt macht, Schwester will der. nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil So. er auch ein Shitposter ist. Irgendwie Ist das so. so? Ich weiß, glaube ich, der Eric Roberts, John keine Voight ist Ahnung. richtig on the loose. Auf jeden Fall will seine Tochter Angelina Jolie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ach, echt, das wusste ich, guck mal, das muss ich Ja, mir ja, mal reinlesen. ja. Das ist, also mit James Woods wusste ich das auch, aber dass Ja. hier John Voight und Eric John Roberts Voight auf ist dem. auch komplett auf dem Trump-Train und so weiter. Ja. Okay, zieh ich mir gleich mal rein. Auf jeden Fall, der Runaway Train ist tatsächlich ein saugeiler Film. Ich glaube, das ist eine der ganz, ganz wenigen Cannon-Produktionen, der von Oscar nominiert war. Okay. Und Oha, der Regisseur krass. ist, glaube ich, ein Exil-Pole oder Exil-Russe gewesen, der auf jeden Fall auch abgehauen ist. Ja, interessant. Genau. Ich glaube, derselbe Regisseur hat auch später auch Tango und Cash Cab Der gemacht. ist auch underrated. Ja, finde ich aber nicht so geil. Also finde ich, da merkt Doch, man, ist dass gut. Stallone schon so langsam. Also das. Also ich mag dieses Team sehr gerne. Ist ja auch so ein bisschen nicht so gut angekommen, wie man sich es gewünscht hatte, Nee, weil die aber. Rollen einfach. Also ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, die Rollen zu tauschen. Kurt Russell hätte diesen Part von Stallone übernehmen sollen. Vielleicht wäre es dann besser gewesen. Ich weiß Meinst es nicht. du, dieser der Straight Guy? Ja, genau. Und Maybe. Stallone spielt halt den Prollkopf. So. Ich weiß nicht. Ist auch so. Ja, ist okay, der Film. Ist okay. Aber gehört nicht zu Stallones Meisterwerken. Platz 9 noch ist Bond-Film, For Your Eyes Only, 81 mit Roger Ich Moore. fand Mag ich den sehr gerne. neuen Bond nicht schlecht. Den neuen, da können wir auch gleich noch was, können wir uns auch nochmal, da habe ich mich nämlich total ausgekotzt letztes Jahr im Jahresrückblick mit Ich Martin fand Stolpe ihn über den nicht neuen Bond. Ich schlecht. fand den ultra beschissen. Das ist der beschissenste Bond, der je gemacht wurde. Er Ich ist noch dachte, er schlechter wird's. Ich als dachte, Die er Another wird's. Day Und und. dann war ich positiv überrascht. Fandest du? Na, lass uns da gleich auch noch kurz drauf eingehen. Ich finde noch letzter Platz 10, Missing in Action mit Chuck Norris. Ja, Braddock, Liebe ich. ne? Ja, aber Genau. auch nur der erste. Teil 2 und 3 ist Müll. Aber erster ist super. Neben Okay. Delta Force und Cusack ist das der beste Chuck Norris-Film der 80er Jahre. Hieß er Cusack? Nee, Moment. Also im Original heißt der, glaube ich, Code of Silence und in Deutschland hieß er Cusack. Das spielt er, das ist Okay. auch relativ Delta gut Force im kenne ich natürlich. Data Force, super, super Ja, Film. klar.
Das ist auch wirklich auch mit politischem Background, Israel und so. Und, ja, immer. Und der zweite Teil ist gegen Drogenhandel und so weiter. Genau, ein Kolumbien später. Den habe ich Anfang des Jahres nochmal geguckt. Ja, genau. Ja. Aber Teil 1 auf jeden Fall besser. Aber saugeiler Film. Auch krasse Besetzung auch. Da spielen so Fassbinder-Darstellerinnen mit, wie Hanna Schygulla oder so. Oder Robert Forster, der später in dem Jackie Brown-Film von Tarantino erst bekannt geworden ist. Auch geil. Aber den neuesten Bond fandst du gut. Ich fand den ultra. Nein, ich dachte, das wird jetzt ultra der woke Scheiß, weil da vorher im Vorfeld schon so viel drüber rumgetwittert wurde und so weiter. Ja. Und ich dachte so, yo. Aber es ist ja jetzt dann tatsächlich so, die schwarze Frau wird ja jetzt der nächste 007. Ne? Ach, sie ist ja schon safe? Das ist safe. Das ist jetzt safe. Okay. Das ist jetzt so, ja. Okay. Weil ich habe mich nämlich gefragt, straight white male. Gut, also wieder begräbt man halt eine Figur aufgrund des Wogen-Zeitgeistes, der halt, genau. Also John James Bond ist halt ein weißer, heterosexueller Mann und ein Brite halt. Und ja, vor allen Dingen, es ist ja natürlich auch ein Produkt, sage ich mal, des Kalten Krieges ursprünglich mal gewesen und irgendwie einer anderen Zeit so, ne? Aber das jetzt auf Teufel komm raus, diesen Franchise quasi kaputt zu machen, statt zu sagen so, wir finden jetzt was Neues, aber es will ja trotzdem auch keiner sehen. Ich werde mir den nicht angucken. Also das hat dann auch nichts mit Bond zu tun. Also ich fand ich habe zu der Craig-Ära auch so ein paar Gedanken. Ich mochte halt Casino Royale, habe ich ein bisschen. Ich fand es auch ein sehr gutes Remake war. Muss ich sagen, ja, ich habe mich mit diesem Reboot-Gedanken habe ich lange gebraucht. Weil das war ja vorher nur ein Fernsehfilm irgendwie. Casino Royale ist eigentlich ja, das war halt in den 50er Jahren Fernsehfilm. Genau, und das war nicht zum offiziellen Bond-Kanon, aber das. Genau. Das ist ja auch ein Originalbuch von Fleming halt. Das haben sie nur ein bisschen aktualisiert. Genau. Im Buch aus dem. Ist das erste, glaube ich. Es ist das erste. Ich glaube, das ist das erste, genau. Und im Buch spielen sie halt Baccarat und im Film von 2006 spielen sie halt. Ich finde die Story so geil, dass Ian Fleming ja selber Spion war. Also, das ist ja eigentlich so dieser geile Hintergrund da so, ne? Genau, er war Spion, genau. Und er hat ja den Namen James Bond, hat er ja übernommen von einem Ornithologen, der James Bond hieß. Und das war, glaube ich, ein Freund von ihm oder so, ein Bekannter, weiß ich gar nicht genau. Genau. Spion, er war Spion im Zweiten Weltkrieg. Genau, ja. Genau. Doch, genau. Ich wusste es richtig, ja. Und dann hat er die in den 50er Jahren großteils geschrieben, die Bücher. Und, oder späte 40er, 50er. Aber ich fand so Craig, genau, Casino Royale fand ich irgendwann auch sehr, sehr gut. Ist auch ein guter Bond. Quantum Trost ist halt scheiße, es ist halt kein Bond-Film. Skyfall ist einer meiner Lieblings-Bonds, muss ich sagen, ist Top 3. Teilt sich neben Spy Who Loved Me, Roger Moore und From Russia With Love mit Sean Connery ist das tatsächlich in die Top 3. Skyfall finde ich super, gute Verbindung zwischen Alten und Neuen. Und dann kam halt Spectre, den fand ich okay, aber jetzt No Time To Die, den fand ich einfach, also ich fand den, das Vogue ging tatsächlich, fand es ich ging. Auch, es ging. Man dachte, es wird es jetzt ging. Schlimmer, ne? Genau, ich hatte es mir auch schon mal vorgestellt, ich war positiv überrascht, dass das nicht so schlimm war. Und es war tatsächlich teilweise sehr unwoke. Er war schon, natürlich, seine Freundin ist irgendwie 23 und so weiter, also. Ja, aber sie ist schwanger, also das ist so, Bond hat eine Tochter in dem Film und das ist auch so, und es ist auch so dieses Sensible, dass Bond auch mal weinen darf und auch mal Aua hat und so, und er ist dann natürlich einerseits wieder der Tough Guy, aber andererseits ist er auch wirklich der sensible Papa, der dann auf einmal kocht für seine Tochter, das gehört nicht ins Bond-Universe. Das ist so, ich bin absoluter Bond-Purist, ich habe alle Filme auf DVD, ich gucke die seitdem ich ein Kind bin, liebe ich die Bond-Filme und es muss ja nicht immer so sein wie die Brosnan-Bonds, die finde ich auch over the top, so, aber das ging schon so und bei Craig schon teilweise manchmal in so eine Richtung, dieses sensible, ja, Bond ist auch, ja, wir wissen es so, Me Too und so, aber dass Bond dann eben jetzt dein Kind angedichtet wird und auch das Ende und ich habe auch den ganzen Plan dieses Bösewichts nicht verstanden. Also ich fand auch Rami Malek fehlbesetzt. Ich fand, das ist ein guter Schauspieler, aber nicht der Rolle und ich habe den Plan auch nicht verstanden. Also nicht, dass die anderen Pläne von irgendwelchen Bond-Bösewichten wie Goldfinger oder Karl Stromberg in dem Moore-Bonds und so, dass das jetzt irgendwie sonderlich viel Sinn machen würde, aber das fand ich halt so. Ich glaube, bei mir war es dann hauptsächlich so dieses, ich dachte, das wird jetzt ultra der Woke wie Ghostbusters oder sowas. Ja. Und dann war es eigentlich so ganz flottes Filmchen, der ganz spannend war und ich dachte mir dann so, ja, why not? Irgendwie so. Nee. Ja. Nee. Pech. Nee. Okay. Ich fand die nicht gut. Ja. Philipp. Was machen wir? Ich habe jetzt gleich noch Livestream. Genau. Ich muss noch so ein bisschen in mich gehen. Ihr hört ja alle, meine Stimme ist noch so ein bisschen belegt.
seit Tagen. Ich hörte gerade auf dem Weg zum Hotel zur Dönerbude, wie ich gegessen habe, wieder zurück, hörte ich gerade den Recap von letztem Wochenende, als du mit Mike in Bochum warst. Und du klangst sehr heiser, klangst sehr, sehr heiser. Also das ist meiner Meinung nach ist diese Folge. In dem Moment habe ich das noch nicht verstanden, wie gut sie ist. Aber danach habe ich sie mir komplett, die Patreon-Folge Rückfahrt mit Big Mike und Kevin aus Bochum nach Köln. Ich halte sie für ein sehr gutes Dokument und ich war selber, ich habe sie selbst komplett nochmal gehört und war hochzufrieden mit dem Ergebnis. Also wer noch nicht sowieso bei Patreon ist, komme doch dahin. In erster Linie auch, weil es sich natürlich gut anfühlt. Da sind gute Leute, zum Beispiel Adestanza, der Philipp ist auch da und zieht sich's rein. Ansonsten, es ist auch eine Form des medialen Widerstandes. Man ermöglicht mich damit und befindet sich damit garantiert auf der richtigen Seite der Geschichte. Und ich habe auch viel zu geben. Es wird intim, es wird asozial und ich gebe alles. Ja, Philipp kann man natürlich hören, auch jede Woche eigentlich fast, ne? Mittlerweile. Ja, mittlerweile eigentlich jede Woche, ja. Apple Podcasts, Spotify, das Übliche. Bei mir natürlich genau dasselbe, jeden gottverdammten Donnerstag. Das hier ist die kostenlose Donnerstagsfolge. Philipp und ich, der ist ja schon Unheilige Allianz, ist ja schon in Full Effekt, in vollem Gange. Und ich denke, es muss nicht immer so lange dauern. Ich habe Lust, dass Philipp regelmäßig wiederkommt, deswegen gerne in ein paar Wochen wieder. Ansonsten, was gibt's noch? Ich shitposte auf Twitter und ansonsten meine Alltagsbeobachtungen und mein Privatleben gibt's dann noch auf Instagram. Philipp mittlerweile auch, ne? Instagram, offenes Profil. Genau, ich gebe aber nicht ganz so viel Preis. Das ist richtig, aber es ist dort. Es ist dort. Man kann mir auch auf Instagram folgen. Genau. Adestanza Podcast. Ich mache auch noch einen kleinen Teaser. Ich habe mir nämlich. Mach mal. Ich habe mich bedient an deinem AVE-Universe, beziehungsweise nicht. Ich habe mich nicht bedient, sondern es ist so entstanden in einem Livestream vor 2 Wochen. Ehrenfeld-Livestream, ne? Genau, sprachen der Justus und ich. Und Justus ist ja auch ein Co-Host von dir, kann man ja sagen. Mhm. Und wir machten so Scherze darüber, ob wir nicht über Punk ablabern wollen in einem Podcast. Und das fanden viele Leute anscheinend gut in dem Chat und ermutigten uns. Und Justus und ich haben jetzt Ende der Woche ein Date und nehmen was zusammen auf. Ich, hoffe, es gelingt euch gut, weil das Thema natürlich birgt viel Konfliktpotenzial. So, ne? Ich bin gespannt. Ich glaube, ich kann mit Justus gut quatschen. Auch wenn es geht mir um die Rezeption. Ach, ich habe da ja schon mal eine Folge gemacht mit dem Fabian aus Stuttgart. Das war ja friedlich, einigermaßen versöhnlich, sage ich mal. Habe ich natürlich auch gehört, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Mal gucken. Vielleicht muss ich bei Justus auch ein paar Sachen bremsen. Mal sehen. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er mich gut vertritt vor allen Dingen, weil er ja natürlich direkt mit mir, also die Kontaktschuld besteht natürlich zu ihm. Insofern, ich freue mich. Ja, das hast du so. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich möchte eine Band zitieren, die auch mal als Punkband angefangen hat. Sehr gerne. Doch im Gegensatz zu euch kann uns nichts passieren, denn wer keine Sympathie hat, kann sie auch nicht verlieren. Oha. Genau. Oha, das sind ist eine Band aus Frankfurt, ne? Ist eine Band aus Frankfurt, genau. Die Band ist sehr gut, ja. Habe ich auch später erst, als ich noch schlau war, hatte ich es nicht verstanden. Aber ich habe die schon sehr früh entdeckt. Als ich Punk war, habe ich die schon entdeckt, 2002. Ach, Punker, die Onkels hören, das hätte in meiner Generation man nicht gedurft. Das war bei mir gar nicht mehr so ein gutes Thema, weil 2002 war ich Punk und da kam halt keine Amnestie für MTV raus und ich dachte, das ist das geilste Lied, was ich je in meinem Leben gehört habe. Es ist auch ein gutes, es ist sehr medienkritisches Lied. Genau, also das habe ich mir reingezogen. MTV ist ja nur Platzhalter im Prinzip, man könnte da ja auch einen anderen Sender einsetzen. So, ne? Genau. Keine Amnestie für Spiegel, Stern, genau. Öffentlich-rechtliche, Funk oder so. Genau. Für die, für tendenziöse Berichterstattung. Genau. Ja, sagen wir es mal so. Also, zieht's euch rein, die Onkels. Lieber tot und cool als lebendig und uncool. Ist auch noch so ein Spruch, der mir jetzt nochmal eingefallen ist. Harley Davidson and the Marlboro Man. Genau. Auch sehr guter Film, ja, zieht's euch rein. Philipp, bis später. Im Livestream vielleicht sogar. Ich denke, wir sehen uns im Livestream. Gut. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Ciao. Danke, gerne.